Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu unserer dritten Folge Masse and Make-up. Boah, es fällt mir immer noch schwer. Letizia. Ja, also es ist immer wieder komisch zu sagen, ne? Man muss sich das noch ein bisschen mehr in die Routine bringen, den Namen und dass wir jetzt auch hier öfter gemeinsam sitzen. Aber ich freue mich, dass wir das alles so regelmäßig hinbekommen und vor allem ist es unsere dritte Folge und wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. So, siehst du, das ist nämlich schon mal Problem Nummer eins. Wie sieht das aus bei uns? Gendern oder nicht gendern? Das möchte ich mal gerne einmal geklärt haben. Haben wir einen Gast Glaube, wir oder haben gendern wir einfach eine nur. Gastin? Also ich bin am liebsten einfach nur Gast, weil Gästin oder Gastin, das ist. Das Nee. heißt, wir haben einen Gast. Ja. Marien ist bei uns. Aber ich Hallo fühle mich. Marien. Ich muss noch sagen, ich fühle mich als Frau. Also ich bin nicht geschlechtsneutral. Ich fühle mich als Frau. Ich auch. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, heute dabei zu sein. Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ja, es ist auch was Besonderes, dass ich zugesagt habe. Ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt. Also so vor ein, zwei Jahren hätte ich bestimmt nicht zugesagt. Da wäre ich noch Warum? zu sicher gewesen. Aber Roman hat mich jetzt gut an die Kamera gewöhnt. Ich habe mich an negative Kommentare gewöhnt. Also alles gut. Ja, ich Warst du glaube. vorher kamerascheu oder wie? Ja, also generell schüchtern, ne? Kamera sowieso. Also es fing halt damals so an, dass ich teilweise Roman gefilmt habe, dann hinter der Kamera nur war und zwischendurch nur mal gesprochen habe und da schon die ersten negativen Kommentare bekommen habe. Und ja, dann dachte ich mir, naja, vor die Kamera gehe ich auf jeden Fall niemals. Aber irgendwie hat Roman das doch geschafft und jetzt bin ich auch froh. Jetzt gibt es auch Jetzt keinen Podcast mehr ohne dich, ne? Also, ja, wenn ihr das zusammen ist seid. tatsächlich auf Romans Mist gewachsen. Es war erst so ein Q&A, wo ich ihm halt die Fragen stelle hinter der Kamera und er meinte dann irgendwann, nein, du musst jetzt auch mal vor die Kamera kommen. Die Leute wollen dich sehen. Und dann haben wir das halt einmal ausprobiert und es kam viel besser an, als wenn ich hinter der Kamera war. Und seitdem ist das halt unser Podcast, ne? Ich finde das eigentlich auch viel schöner. Also es ist viel flüssiger, wenn das halt so ein Dialog ist. Ich könnte mir auch wirklich nicht vorstellen, das Ganze ohne Letizia zu machen. Also klar, wenn man jetzt hier so einen Interviewgast hat oder so, dann geht das natürlich, aber ich finde es schon viel schöner zusammen. Ja, definitiv, finde ich auch. Aber ich glaube, du Leti, brauchst ich dich auch. muss dich mal ganz kurz, du musst irgendwie ein bisschen näher an dein Mikro dran. Also ich weiß, wir haben heute hier ein bisschen, klein bisschen Probleme. Technikprobleme, ich war nicht darauf vorbereitet, Leute. Ich musste jetzt doch noch spontan mit dem Handy rein. Ja, ich glaube, ich besorge mir einfach mein iPhone-Mikrofon. Und dann passt das. Ja, du brauchst auf alle Fälle ein Mikro. Ich weiß, es wird Kommentare hageln hier drunter. Ach. Glaub Sollen die mir. das erstmal alle besser machen, ja? Ja, das denke ich mir auch immer. Macht es erstmal besser oder kauft uns Mikros. Genau. Es ist auch gar nicht so leicht. Also ich habe mir das auch immer alles viel entspannter und problemloser vorgestellt. Aber wenn man das dann mal wirklich macht, dann hakt die Technik, dann geht das Internet auf einmal nicht. Ne? Das sind halt alles so Sachen, die bedenkt halt auch keiner. Ja, Und. also hatten wir auch teilweise das dann. Es wurde eine Stunde gefilmt, dann guckt man auf die Kamera, beziehungsweise will das Video runterziehen und dann ist einfach kein Video da und dann hast du da umsonst eine Stunde gesessen und irgendwas aufgenommen. Ist einfach richtig ärgerlich. Ja, ich recorde auch das erste Mal heute selber. Ich habe schon wieder heute Nacht nicht geschlafen, deswegen. Ich habe schon wieder Albträume gehabt. Ich Aber habe es auch wird schon. nicht geschlafen. Die ganze Zeit grübeln, was kommen wohl für Fragen, was ist. Nein. Wir Ja. sind so lieb, wir kommen auch keine blöden Fragen hier. Naja, also manche haben schon, ich bin ja immer wieder fasziniert, du kennst das ja wahrscheinlich auch, Maren. Dann sagt man da draußen, strengt euch mal ein bisschen an, Kreativität ist gefragt. Heute habe ich schon überlegt, ich glaube, Letizia, wir müssen demnächst immer Gewinnspiele machen, die kreativsten Fragen werden irgendwas gewinnen, weil es funktioniert einfach nicht. Weil unter kreative Fragen verstehe ich ja nicht, was ist deine Lieblingsfarbe?
Vielleicht hättest du über NGL noch eine Fragerunde machen sollen. Habe ich gemacht. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Vergiss es. Ah, ja, kenne ich. Also beim letzten Mal hatte ich Glück. Da waren dann wieder ein paar interessante Fragen dabei, aber teilweise sind dann 90% Bot-Fragen oder Fragen von Leuten, die einfach nur provozieren wollen. Wie viele Kuscheltiere hast du, Marien? Das ist so eine beliebte Frage, oder? Bot-Frage bei NGL. Oder wem hast du zuletzt getextet? Das ist auch so eine typische Bot-Frage von NGL. Ja. Aber ich habe meiner Mutter zuletzt geschrieben, glaube ich. Ja. Netti. Die erste Frage schon mal beantwortet. So schnell geht's. Was ist los, Angie? Ja, ist your turn. Wie ist my turn? Ich wollte gerade den Ball zuspielen. Ach so, ja, perfekt. Das Problem ist, ich bin jetzt unvorbereitet bei meinen Notizen auf dem Handy. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Ist ja schön, ne? Ja. Das ist natürlich, mega. Vor allen Dingen habe ich deine Fragen habe ich alle rausgestrichen. Echt? Ja, gut, wir hatten ja auch fast dieselben, ne? Also genau. Ähnliche teilweise, genau. Genau. Wo sitzen du da, Maren? Das ist euer Home Gym, ja? Es sind unsere heiligen Hallen hier, der Bunker V2. So echt geil. Ja. Ich habe, ich gucke mir oft euren Podcast an, so, aber schon länger keine Trainingsvideos und ich kenne wirklich nur noch diese alten Videos mit dieser holzvertäfelten Wand und dieser Fahne. Irgendwas hing da an der Wand, was du ihm mal zum Geburtstag geschenkt hast, weiß ich auch noch. Ja, genau. Roman als Höhlenmensch. Ja. Also damals, da hatte er in einem Rap One Video dieses Meme erwähnt mit: Früher war alles besser zu Höhlenmenschenzeiten, wo man einfach die Frau sich über die Schulter geschmissen hat und die in eine Höhle getragen hat, ohne zu reden und was weiß ich. Genau. Keule über den Kopf und in die Höhle ziehen. Fertig. Genau. Geklärt. Dieses Meme hatte er damals von mir. Und daraufhin habe ich ihn dann als Höhlenmenschen gezeichnet. So als Karikatur mehr oder weniger. Und habe ihm dieses Ding zum Geburtstag geschenkt. Und das haben wir dann, ja, irgendwie, also das liegt auch noch da hinten im Lagerraum. Wir haben das hier im neuen Bunker nie aufgehängt. Aber ich glaube, es wird mal Zeit. Ich dachte mir immer, ich muss hier erstmal streichen und alles. Also seitdem wir hier eingezogen sind, haben wir quasi nichts gemacht. Wir haben hier nicht mal Fenster geputzt, gar nichts hier unten. Und ich dachte mir immer, ja, muss erstmal streichen, dann kannst du solche Sachen aufhängen. Und jetzt liegt das Ding da seit über 2 Jahren. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, muss man sein Homegym streichen? Ich meine, Hauptsache, das Ding ist überdacht und die Geräte gehen, oder? Ja, das ist für uns auch die Hauptsache. Also es muss ja nicht schön aussehen. Ich habe zwischendurch so 2-mal im Jahr wird hier gesaugt. Letztens habe ich auch mal Staub gewischt, als hier der Kameramann Emil hieß der, glaube ich. Der war hier. Und Dickson. Ja, der ist auch, den mag ich. Staub gewischt. Ja. Das muss dann auch reichen. Ja. Ja, aber Big Zone sprechen wir später. Ich glaube, das Sponsoren machen wir später. Ja. Fällt dir noch irgendeine Frage ein, Letizia? Oder stehst du komplett auf dem Schlauch? Du, ich stehe gerade ehrlich gesagt komplett auf dem Schlauch. Also ich bin... Tut mir auch wirklich leid, Leute. Aber wie gesagt, ich glaube, ich schreibe es mir einfach wieder auf den Zettel. Das ist das Beste, was man machen kann. Trink dir ein Sektchen. Vorhin dachte ich mir tatsächlich, ja, kannst du ja so ein paar Notizen auf dem Handy machen. Das sieht ja keiner im Video, wenn du da so ein bisschen unten guckst, ne? Aber dann dachte ich mir, ich muss das Handy ja zum Filmen haben. Da kann ich ja gar keine Notizen machen. Dann habe ich überlegt, nehme ich einen Zettel, aber dann dachte ich mir, nein, so ein Schwachsinn, das fängst du jetzt auch nicht an. Machst du uns auch immer spontan, muss jetzt auch gehen. Ja, ich meine, irgendwie, wir sind doch auch spontan, ne? Also alles gut. Ich habe ja, guck mal hier, ich habe hier. Ich habe 2 Seiten hier. Ich sag, mir fallen die Fragen dann auch wieder spontan ein. Ach klar, easy, ist auch überhaupt kein Problem.
Eine der ersten Fragen, die tatsächlich von draußen gestellt wurde, war, fand ich ganz witzig, wie fühlt es sich an als Bodybuilding-Spieler-Frau? Also ich glaube, viele identifizieren dich ja als Ehefrau von Roman Fritz. Als ob ja, ich meine eigene Persönlichkeit wie im Fußball, halt wie im Fußball, die Spielerfrauen, ne? Okay, ja, ja. Ich habe auch, also vorhin dachte ich mir noch, wenn ich mich jetzt hier vorstellen muss, was sage ich dann? Sage ich, ich bin die Frau von Roman Fritz. Das finde ich immer so blöd, wenn Frauen sich direkt so vorstellen, ja, ich bin die Frau oder die Freundin von dem und dem, als ob man keine eigene Persönlichkeit mehr hat. Genau. Also bei vielen ist das auch so. Oder ja, bei manchen, ich will damit jetzt niemanden angreifen, aber ich weiß, da gibt es einige Frauen, die so, ja, einfach nur die Frau von irgendwem sind und auch gar nicht mehr sein wollen, aber ich habe auf jeden Fall eine eigene Persönlichkeit, hatte auch schon immer, würde mal sagen, eine starke Persönlichkeit, also ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, auch wenn ich nicht so, ja, so extrovertiert oder so, so laut nach außen bin, würde ich schon sagen, ich habe eine starke Persönlichkeit und deswegen habe ich auch nie das Gefühl, dass ich jetzt in Romans Schatten stehe. Also das Gefühl als Frau eines Profi-Bodybuilders, ja, wie fühlt man sich da? Teilweise stolz, natürlich, manchmal ist es auch anstrengend, keine Frage. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, fühlt man sich wie jede andere Ehefrau. Ja, sehe ich genauso. Also das war ja keine Frage, die ich gestellt habe. Ich fand es nur witzig, weil derjenige es so tituliert hat, die Spielerfrau. Ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Weil, also natürlich kenne ich dich auch über Roman, ne? Aber weil ich dich ja auch verfolge, nehme ich dich schon lange als eigene Person wahr. Deswegen finde ich es ja auch so wichtig und so cool, weil darum geht es ja hier auch, ne? Den Frauen eine Plattform zu geben. Und natürlich wird sich hier auch einiges um Roman drehen, aber erstmal geht es um Maren. Ja, wer ist überhaupt Maren? Ne? Das ist halt auch, also ich finde auch nicht, dass man sich jetzt als Frau von einem Profi-Bodybuilder über den Mann definieren muss, ne? Weil du gehst ja sehr wahrscheinlich auch selber noch arbeiten, ne? Hast auch dein eigenes Hobby, treibst selber Sport. Machst du das Ganze, du machst es aber nicht auf Wettkampfebene, ne? Also vielleicht mal für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, ne? Du bist jetzt keine aktive Wettkampfathletin, oder? Nein, also absolut gar nicht mehr. Ich war zweimal auf der Bühne, das ist aber schon echt lange her. Also das war 2016, da bin ich zweimal in der Bikini-Klasse gestartet. Das eine war eine Juniorenmeisterschaft und das andere, glaube ich, eine süddeutsche oder bayerische. Wollte dann auch eigentlich noch mehr Wettkämpfe machen. Also das waren eigentlich nur so zwei so Testwettkämpfe für mich und dann wollte ich eigentlich die hessische machen und eventuell dann die Quali für die deutsche bekommen, bin dann aber krank geworden, also vom Entwässern und weil es Backstage so kalt war, habe ich dann eine Nierenbeckenentzündung bekommen und ja, konnte dann halt nicht mehr starten oder wollte auch irgendwie nicht mehr, weil ich nicht trainieren konnte und dann halt scheiße aussah. Und ja, dann wollte ich immer mal wieder starten, hatte auch den Gedanken, meiner Figurklasse zu starten. Aber irgendwie, ja, kam dann immer was dazwischen und dann hatte ich auch echt keinen Bock mehr, also auch überhaupt kein Bedürfnis mehr, auf die Bühne zu gehen. Ich habe es damals, also ich muss sagen, ich habe es damals auch echt nur gemacht, nicht für mich selbst, nicht weil ich das Bedürfnis hatte, auf die Bühne zu gehen, sondern einfach, weil ich immer gefragt wurde, ja, gehst du denn mal auf die Bühne? Warum machst du das nicht endlich? Aber war das vor der Zeit, als du mit Roman zusammen, ich weiß gar nicht, wie lange ihr jetzt zusammen seid, war das vorher oder war das in der Zeit, als du Roman also als ihr schon zusammen wart? Also kennengelernt haben wir uns 2019 und das war dann 2016, also 3 Jahre, wo ich Roman kennengelernt habe. Und da war ich gerade mal, ja, als ich so auf die Bühne angesprochen wurde, da war ich gerade mal ein Jahr im Training und
Ja, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann nimmt mich keiner ernst in dem Sport. Ich Ah, dachte immer, okay. alle gehen auf die Bühne, also muss ich das jetzt auch machen, sonst hat das alles überhaupt keine Bedeutung und auch keinen Sinn. Und ja, dann habe ich halt diese Bikini-Vorbereitung angefangen. Und ja, also ich habe echt kaum gute Erinnerungen an diese Zeit. Also es war klar, eine Wettkampfdiät ist immer hart irgendwie und anstrengend, aber ich hatte auch keinen guten Coach an meiner Seite, hatte dann noch ja, einen sehr fragwürdigen Partner an meiner Seite. Und du kamst auch aus einer Essstörung, ne? Ja, die hat, ja, also da hatte ich schon so ein bisschen dieses essgestörte Verhalten und derzeit wurde es dann erst richtig schlimm. Also die Zeit, das habe ich auch ich habe ja schon mal so ein Essstörungsvideo gemacht, das habe ich auch schon gesagt, dass diese Wettkampfvorbereitung wirklich die einsamste Zeit in meinem Leben war, obwohl ich da nicht mal alleine gewohnt habe. Also ich habe mit diesem, ja, gewalttätigen Ex-Partner zusammen gewohnt, der das Leben schon schwer genug gemacht hat. Dazu kam dann die Diät, die ich mir natürlich selber ausgesucht habe. Also da ist ja sonst niemand für Krass. verantwortlich, habe ich mir halt selbst ausgesucht. Aber es kam dann halt irgendwie so zusammen, dass ich an diese Zeit einfach nur scheiß Erinnerungen habe und das so auch mit dem Wettkampfsport verbinde jetzt. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich weiß, wenn ich jetzt noch mal eine Vorbereitung machen würde, ist ja natürlich komplett anders, auch mit Roman an meiner Seite. Und ich habe jetzt viel mehr Wissen, aber trotzdem ist da immer noch so dieser Hintergedanke, dass es einfach, ja, nicht schön war. Da kann ich verstehen. Auch, ja, in Bezug auf die Essstörung hätte ich auch Angst, dass wenn ich jetzt wieder so eine krasse Diät mache, also ich diete momentan auch, aber nicht bis zu einer Wettkampfform. Also ich mag es schon sehr lean. Ich mag auch so extreme Härte sehr gerne, aber ja, an mir selbst würde ich halt nicht so weit gehen, weil ich Angst hätte, wieder erst was in diese Essstörung reinzufallen. Ich glaube, da machen wir Und mal eine ja, das extra. passiert ja. Ich sage, das passiert ja auch total vielen, dass die nach der Wettkampfvorbereitung in eine Essstörung wieder fallen. Ne? Also ich komme ja auch aus einer Essstörung, aus der Magersucht und ja, nach den Wettkämpfen ist immer schwierig. Ne? Also ich sage mal so, da brauche ich wirklich ganz doll meinen Coach, der mich dann an die Hand nimmt und sagt, du isst es jetzt und du machst es. Und ich habe auch einen tollen Freund, der das mir auch dann immer, ne, wir gehen mal cheaten oder wir machen mal dies oder das. Ne? Also das, da braucht man dann halt auch Unterstützung. Ne? Weil wenn du einmal in so einer Essstörung warst, du bist für immer in einer Essstörung irgendwie, weil du weißt immer die Kalorien von irgendwer was und so. Ja. Ne? Ja, ich glaube, da Ich habe müssen auch wir. zur Essstörung mir ja auch angeguckt, deswegen Ja. weiß ich da auch Ja. schon ein bisschen Bescheid. Aber ja, wir hatten das ja schon mal besprochen, dass wir da am besten noch mal eine separate Folge zu machen, Ja, weil genau. sie dumm und dämlich quatschen über das Thema. Das glaube ich auch. Am besten wirklich ja, mehr als 4 Leute in einem Zoom irgendwie macht auch nicht wirklich Sinn. Aber ich finde das schon ganz interessant. Also ich würde da gerne eine extra Folge mal drüber machen mit vielleicht 4 verschiedenen Essstörungen und man kann sich mal ein bisschen austauschen untereinander. Ja, das finde Ja. ich schon ganz gut. Ja, ich glaube. Also ich glaube, du, Letty, ihr habt ja mal eine Vorbereitung zusammen gemacht, ne? Du und dein Zukünftiger, oder? Ihr habt auch Ja, gemeinsam eine gemacht, ne? zwei sogar. Aber ansonsten, ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ist Roman in der Vorbereitung so? Also ich meine, jeder ist in bestimmten Phasen der Diät anstrengend auf seine Art und Weise. Wie ist ein Roman so? Plauder Kann mal aus ich dem Nähkästchen. nichts Spannendes zu sagen. Oh. Ja, es ist echt. Natürlich ist man in der Diät immer ein bisschen anders oder anstrengender, braucht vielleicht mehr Bestätigung und Aufmerksamkeit als sonst. Aber Roman ist echt also kein anstrengender Diätkandidat, sage ich jetzt mal, auch was Stoff angeht, auch wenn dann
so Trend mit reinkommt oder so, auch dann kriegt er keine Ausraste oder sonst irgendwas. Klar, man merkt so, wenn es dann etwas näher an die Wettkämpfe so rangeht, dann ist er ein bisschen angespannt, hat auch so seine Zweifel, dann sind auf einmal die Beine dünn oder der Bauch ist dick oder was weiß ich, was man dann halt so hat, aber dann, er lässt sich da aber auch sehr schnell dann wieder beruhigen. Sachen, ja, machst du halt mal einen Ladetag, guckst vorher, wie sieht die Form aus, wie sieht sie danach aus und dann. Hört er auf dich? Also nimmt er dich, ja? Geil, das ist cool. Ich glaube, da bist du aber auch einer, also ich glaube, er hört nicht auf jeden, ne? So wirkt das zumindest. Nein. Ich glaube, das sagt er auch, ne? Bin, glaube ich, so fast die einzige Person, auf die er so wirklich hört. Weil, ja, ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, dem man so zu 100% vertraut. Es ist gar nicht mal, dass ich jetzt sagen will, ich habe so wahnsinns viel Ahnung jetzt von dem Sport oder von Wettkämpfen. Aber keiner kennt ihn ja so gut wie du. Ja, das ist halt, ich bin wirklich die einzige Person, der zu 100% vertraut. Und ich glaube, das ist einfach der einzige Grund, weshalb er in solchen Situationen auch auf mich hört. Ja, ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich auch immer ehrlich zu ihm. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn manche Leute dann anfangen, sich die Form schön zu reden. Oder das würde ich auch nicht von meinem Freund hören wollen. Wenn sie halt noch nicht sitzt, dann sitzt die Form nicht. Ne? Dann ist das so. Ja. Aber bei ihm glücklicherweise, er fängt ja schon immer sehr früh an, obwohl er nicht müsste. Es geht ja immer recht schnell, bei ihm ist da, er hat ja nie viel Körperfett und dementsprechend ist er auch immer ziemlich schnell fertig. Also er ist auch jetzt schon fertig, würde ich sagen, für den bevorstehenden Wettkampf. Was ist bei ihm, was steht bei ihm aktuell? Darf ich noch nicht sagen. Okay, aber es sind noch ein paar Wochen. Gut. Und da hat man dann zum Glück auch immer noch Zeit, um zur Not noch irgendwas anzupassen. Es wird wahrscheinlich in irgendein Südland gehen. Ich denke mir jetzt mal, ja. Ja, also es könnte auch in den Osten gehen. Es könnte auch in den Osten gehen. Ich bin gespannt. Ruhe jetzt. Einiges geplant. Ja, ja. Wie war das denn bei euch, Letizia, also die Prep gemeinsam? Ja, also ich habe ja heute tatsächlich was in meiner Story darüber gepostet gehabt. Und ja, die Prep war eigentlich, also am Anfang war noch alles normal, ne? Auch das Thema Sex, sage ich jetzt mal, war auch am Anfang ganz normal. Und so 4 weeks out ist es dann alles so ein bisschen gekippt. Also wir haben uns jetzt nicht gestritten oder so, das gar nicht, aber man hat irgendwann einfach nicht mehr miteinander gesprochen. Also weil er war ausgelaugt, ich war ausgelaugt. Mhm. Dann saß man irgendwie draußen oder auf dem Sofa und man hat halt nicht miteinander kommuniziert so wirklich. Aber das war auch in Ordnung in dem Moment. Ne? Mhm. Und er war so mehr in sich gekehrt und ich halt auch. Und ich bin eigentlich so der offenere Mensch, würde ich sagen, in unserer Beziehung. Also der mehr redet, ne? Oder irgendwie Animationen gibt. Und er ist halt eher der ruhigere Part bei uns. Und ja, ich habe ihn dann mal nicht entertained für die Zeit und er wollte auch nicht entertained werden, also wie gesagt, wir waren da beide ziemlich in uns gekehrt, aber wir hatten jetzt keine großen Streite oder dass wir uns jetzt fast geprügelt hätten oder so, auch als bei ihm jetzt Trend reinkam oder sowas, hat er jetzt auch keine Wesensveränderung durchgemacht, ne? Und ich halt auch nicht. Ja, ist das bei Roman auch nicht? Also wird er ruhiger, wird er introvertierter? Ja, schon. Zum Ende hin? Ja, doch. Aber nicht viel. Also er ist ja generell kein, ja, nicht so ein Plappermaul, sage ich jetzt mal. Aber ja, so ein bisschen ruhiger wird er schon in der Diät. So, das hat er mir aber auch von Anfang an gesagt. Ich habe natürlich direkt so ihn gefragt, ja, wie ist das so in der Diät? Worauf muss ich mich da einstellen? Er meinte so, ja, eigentlich gar nichts. Hör einfach nur auf zu reden. Dann habe ich mal seine Mutter gefragt, die meinte dann schon so, ja, lass dich mal überraschen. Toll. Ja. Wie gesagt, also ist bisher wirklich nichts Schlimmes irgendwie passiert. Also da habe ich schon echt ganz andere Sachen erlebt. Sowohl von Frauen als auch von Männern. Also auch kurz vorm Wettkampf oder am Wettkampftag selbst, da drehen manche ja komplett am Rad. Also da haben Roman und ich gar keine Probleme. Mhm.
wir hatten jetzt echt auch schon diverse Schwierigkeiten vor den Wettkämpfen mit Stromausfällen und sämtliche Sachen. Aber er lässt sich da schon immer gut beruhigen dann. Also wenn ich sage, es wird alles gut, dann glaubt er mir das auch. Das ist sehr schön. Ja. Darf ich mal fragen, wie ist denn das bei euch? Also weil du bist dann ja nicht im Wettkampfvorbereitung. Das heißt, du fühlst dich ja irgendwie immer eigentlich, ne? Wie ist denn das bei euch mit dem Thema Sex dann? Weil bei uns war es dann ja so, 4 weeks out, wir waren beide komplett müde, kaputt, ausgelaugt und dachten sich so, nee, machen wir nicht mehr. Und wie ist das bei euch dann so? Also verzichtest du denn auch, weil er keine Lust hat? Oder hat er damit gar keine Probleme mit der Libido in der Prep? Und wie ist das halt auch aus deiner Perspektive, ne? In der letzten Vorbereitung war es so, da war ich auch in der Diät. Natürlich, das war keine Wettkampfdiät, aber man merkt es halt schon. Jetzt bin ich auch wieder in der Diät, genauso wie er. Und ja, es wird weniger. Aber also an der Libido, würde ich sagen, liegt es nicht, sondern eher einfach, dass man keinen Bock mehr hat. Also, dass man zu fertig ist, weil schon den ganzen Tag irgendwelchen anderen Mist am Hacken hatte und dann dazu noch die Diät, dann hat man einfach keinen Bock mehr, sich zu bewegen, ist halt manchmal so. Ich glaube auch, der Fokus, der liegt einfach auch woanders. Also jetzt gerade so am Ende eines Wettkampfes, finde ich, bist anders fokussiert. Aber ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn er jetzt ein paar Wochen am Stück sagt, ich will das jetzt nicht. Also es wäre für mich auch okay, wenn ich weiß, es liegt nur an der Diät und nicht an irgendwas anderem, dann, ja, ich meine, wir sind wahrscheinlich noch ein paar Jahre mehr zusammen, was machen da so ein paar Wochen aus, denke ich mir, ja, Sex ist halt auch nur Sex, klar, ist geil, macht man gerne, aber man kann halt auch mal drauf verzichten, also ich war auch teilweise mehrere Jahre Single und hatte dann auch teilweise monatelang keinen Sex, also werde ich da jetzt auch ein paar Wochen drauf verzichten können. Aber ich weiß, bei Roman wird das nicht passieren. Also mal ein paar Tage am Stück Pause, ja, aber mehrere Wochen, nee. Also vielleicht mal, wenn er älter wird, dann ja, aber jetzt demnächst erstmal glaube ich nicht. Ich sage, jetzt fühle ich mich schlecht, wir sind 22 und hatten so welche Probleme. Also ich habe es jetzt auch nicht als Problem angesehen, ne? Aber... Nee, ist aber, also aus einer früheren Beziehung kann ich sagen, da war das tatsächlich auch mehrere Wochen am Stück so, dass man, also da war ich ja auch noch jünger, wie alt war ich da? 2016 war ich 23, da war das genauso. Also da waren wir auch beide dann in der Wettkampfvorbereitung. Er hat sie zwar nicht bis zum Schluss durchgezogen, aber wir waren halt beide in der Vorbereitung und da lief auch gar nichts mehr. Also ist jetzt nichts, wofür man sich schlecht fühlen müsste, ganz ehrlich. Habe ich auch nicht. Ihr habt getrennte Schlafzimmer, ne? Habe ich irgendwann mal einen Podcast gehört, als guter, aufmerksamer Podcast-Zuhörer. Ja, ist richtig. Ist auch definitiv notwendig. Also wir haben tatsächlich am Anfang der Beziehung, ich glaube, die ersten Tage, die ich da war, haben wir noch zusammen in einem Bett geschlafen. Aber danach, da hat mir dann seine Mutter schon angeboten, ja, wir haben ja auch noch ein Gästezimmer, willst du nicht lieber da schlafen? Und ich immer so, nein, nein, geht schon. Und irgendwann bin ich dann doch dahin ausgewichen. Und seitdem haben wir dann einfach getrennt geschlafen, was auch also für uns beide wesentlich einfacher und erholsamer ist. Also er braucht seinen Schlaf, ich brauche meinen Schlaf. Er schnarcht, ich wühle, also ich bin auch so jemand, ich bin manchmal, wenn ich mich hinlege, bin ich manchmal auch stundenlang wach und dann von einer Seite auf andere hat man mal Blähung und Blähung. Ja, furzt sich da allen zurecht, muss dann der Partner auch nicht unbedingt mitkriegen. Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ein totaler Alleinschläfer und
Ich feiere das total. Ich bin jetzt alleinstehend, aber ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin sowieso Alleinschläfer, mich darf auch nachts kein so ein Klammeraffo oder so, das geht überhaupt nicht. Oh nee, das ist auch Horror für mich. Platz, ich brauche Platz und nicht Arme um mich rum, Beine um mich rum, ich drehe durch. Ich bin sowieso, ich kann mit Oropax, höre ich noch die Stecknadel fallen. Ich auch, ja. Ganz schlimm. Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch einen schnarchenden Freund zu Hause und das ist wirklich manchmal, wenn er dann nachts richtig loslegt, da leidet halt auch mein Schlaf darunter und meine Regeneration in dem Fall, ne? Aber ich muss sagen, ich mag es auch nicht alleine zu schlafen. Also irgendwie, ich kann nicht mit ihm, aber auch nicht ohne ihn, so ganz komisch. Also ich brauche ihn dann doch im Bettchen und noch schlafen wir zusammen, aber mal gucken. Wir waren jetzt auch schon mal überlegen, ob er sich so eine Schlafmaske mal holt. Vielleicht wird es dann besser. So eine Atemmaske, richtig? Genau, ja. Ja, die hat Roman auch, aber er kann damit nicht schlafen. Das ist das Problem. Ich glaube, ich könnte damit auch nicht schlafen. Ich glaube, es sieht auch mein gruselig aus, oder? Also. Ich glaube, ich muss auch mal in so ein Schlaflabor. Also ich weiß, ich habe Probleme mit Polypen und ich schnarche auch seit ein paar Jahren. Ich werde da manchmal selber vom wach. Ich kann mit meiner Tochter, also die ist ja schon groß, nicht mehr zusammen in Urlaub fahren oder ich muss zwei Einzelzimmer buchen. Mit mir kann keiner in einem Zimmer schlafen. Ne? Meine beste Freundin, ich habe eine Freundin, das ist die einzige, mit der ich mir auch tatsächlich ein Bett teilen kann, die schnarcht auch, die kifft aber auch. Und wenn die sich abends einen raucht, dann legt die sich hin und die schläft sofort ein. Also der zuerst einschläft, hat gewonnen und ich verliere immer. Und ich habe die mit in Rumänien gehabt. Ja, daher kenne ich sie doch. Ja, genau. Hat mir mein Rückflug so toll. Ja, genau. Und also. Ich hatte ein Apartment mit zwei Zimmern gebucht und wir kamen da an und es war nur ein Zimmer. Das war einfach bei Booking.com war das falsch deklariert, angegeben, keine Ahnung, Riesentheater, war ein wunderschönes Apartment, aber halt nur ein Bett mit einer Bettdecke. Das kam dann auch noch dazu. Okay, ein Bett, keine Ahnung, ich schlafe auf der Erde, aber nur eine Bettdecke. Und ich dachte mir so, okay, wäre ich jetzt einfach ein Wochenende da gewesen zum Shoppen, gar kein Problem, dann schläfst du halt drei Nächte nicht. Aber ich habe sowieso schon drei Nächte nicht geschlafen. Dann die ganze Aufregung vorm Wettkampf und dann nicht schlafen. Das wäre mein Untergang gewesen. Ja, da mussten wir leider nochmal umziehen, bis wir dann was gefunden haben mit zwei Zimmern. Genau, du kennst sie ja. Ja, das war richtig cool. Also kennen wir uns ja auch erst persönlich. Das stimmt. Du hast mich angesprochen vor der Flugzeugtoilette. Auf dem Hinflug, aber. Hey, wenn ich dir die Geschichte erzähle, ne? Das ist so typisch Angie. Ich weiß gar nicht. Pass auf, Letizia. Folgende Situation. Wettkampf. Wir sind nach Rumänien geflogen. Ich habe verschlafen, obwohl ich in Dortmund wohne, wären wir quasi fast zu spät gekommen. Wir waren sowieso schon wieder die Letzten. Ich war genervt, wie immer. Ich hatte schlechte Laune, wie immer. Und ich war sehr müde, weil ich die Nacht vorher auch wieder nicht gepennt habe. So, dann saßen wir in dem Flieger. Ich war genervt, weil es sind so viele Menschen mitgeflogen, die so schlimme Körpergerüche hatten. Um es mal gelinde auszudrücken. Dann sind wir irgendwie auch später losgeflogen, weil die alle nach Rumänien mit zugeklebten Plastiktüten fliegen wollten. Die wollten kein Gepäck aufgeben. Die haben ihr ganzes Gepäck als Handgepäck mitgenommen. Das hat mich schon so alles aufgeregt. Egal. Wir saßen dann im Flieger. Ich habe auch nach rechts und nach links geguckt. Und dann sind wir losgeflogen. Und irgendwann dachte ich, okay, ich muss mal so eine halbe Stunde die Augen zumachen. So, dann habe ich die Augen zugemacht. Und dann habe ich so ein Powernapping gemacht und bin wach geworden. Und ich habe geträumt, dass ich zu Hause auf meiner Couch sitze und YouTube gucke. Ich bin so wach geworden, als hätte ich die Fernbedienung in der Hand. So, ich mache so die Augen auf und gucke nach rechts und denke so, nee, Roman Fritz ist mir jetzt zu langweilig, schalt mal um. Ich schwöre, so war das. Maren, ich schwöre, so war das, genau so. Und ich denke so, hä?
Was? Ich saß die ganze Zeit neben Roman und Maren und ich habe es gar nicht gerafft. So fertig war ich. Waren wir in einer Reihe tatsächlich? Ja, natürlich. Ich saß am Gang, ja. Roman saß am Gang. Ich sehe ja nichts, wenn der nicht neben mir sitzt. Ja, da könnte er nicht vorbeigucken. Ihr hattet die Dreierreihe alleine, die Mitte war frei, du saß am Fenster, Roman, dann war ein freier Sitz. Roman saß am Gang, ich saß am Gang, frei, Ima saß da. Und dann auf dem Rückflug, das weiß ich noch, da hast du alleine gesessen und Ima saß zwischen Roman und mir. Erst war Roman in der Mitte, aber er musste dann nach außen wegen sein Manspreading. Ja. Bis er die Beine mal breit haben. Und dann saß ich neben Ima und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und der Flug verging wirklich wie im Flug. Also wir haben über sämtliche Sachen geredet, über unsere Haut und dies und also wirklich Sachen, über die man normalerweise nicht mit Leuten redet, die man gerade erst kennengelernt hat. Ja. Aber ich konnte sofort verstehen, dass das deine beste Freundin ist. Also war richtig cool. Ich habe vorhin noch mit dir gesprochen und habe total vergessen zu sagen, dass wir heute mit dir, dass ihr euch ja auch kennt. Naja, die wird sich das müssen auch unbedingt noch, das habe ich ihr versprochen, aber ich denke auch zwischendurch immer noch dran, dass wir mal am Phoenixsee Sushi essen gehen. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ich sage Bescheid, wenn ich mal wieder in Dortmund bin, beim Lippen aufspritzen. Aber das ist blöd, wenn meine Lippen frisch aufgespritzt sind, dann kann ich kein Sushi All You Can Eat essen. Den vorher essen. Ja, entweder vorher oder am besten ganz separat. Das wär schon cool. Also da habe ich das erste Mal Roman kennengelernt und habe euch so zu schätzen gelernt, weil ich euch einfach so cool fand. Echt? Also fand ich vorher schon. Ja, wirklich, total. Und ich war so geflasht, weil ich weiß, nach dem Wettkampf, es war der Wettkampftag und also für mich lief das alles ganz gut. Ich wusste, dass ich nicht in der Top 10 bin. Ich war knapp darunter und ich konnte essen. Das werde ich auch nie vergessen. Max war ja nicht da den Tag. Der hatte ja da Theater mit Pass und keine Ahnung was. Justin war ja da. Ja, einen Flug verpasst oder so war das. Ja. Genau. Und Justin war dann da. Der war aber auch beschäftigt mit Enrico und so, weil bei mir war jetzt eh klar, es kommt jetzt hier nicht auf Top 5 oder so an. Ich habe ja dann auch irgendwie gegessen, Burger und keine Ahnung was gegessen. Am nächsten Tag sind wir zurückgeflogen. Da werde ich nie vergessen, da kam Roman, wir sind ja wieder zusammen zurückgeflogen, da kam Roman zu mir und sagte, Angie, was war denn eigentlich nachmittags mit dir los? Ich so, hä, wieso, was war denn mit dir los? Warum hast du nachmittags so eine gute Form gehabt? Hast du deine Beine gesehen? Ich habe ja gar nichts gesehen. Für mich war der Wettkampf zu Ende, ich habe auf gar nichts geachtet und ich war so emotional berührt davon, dass ihm aufgefallen ist, dass meine Form nachmittags so Bombe war, warum die nicht morgens so war. Ne? Weil er sagte, ich hätte ein paar Plätze verschenkt, so, ne? Und ich weiß nicht, entweder weil der Stress raus war, aber ich gehe mal davon aus, es war einfach der Burger, weil ich nie dreckig lade. Ne? Ich gehe immer auf Nummer sicher, ich esse das, was ich die ganze Zeit in der Vorbereitung vertrage. Ich mache keine Experimente, so mit Weizen oder so. Aber ich habe das hinterher Max erzählt. Ich sage, Roman hat gesagt, ich habe nachmittags eine viel bessere Form gehabt. Meine Beine waren komplett frei. Und jetzt weiß ich warum. Wir müssen nächstes Mal dreckig laden. Und da bin ich Roman mega dankbar für. Und Roman war das richtig wichtig, dir das zu sagen. Das hat er mir vorher bestimmt 3 oder 4 Mal gesagt. Ja, ich muss unbedingt, wenn wir dann am Flughafen sind, muss der Angie noch sagen, dass ihre Beine so viel besser aussehen, nachdem sie da geladen hat. Und das muss der Max auch unbedingt wissen. Es war ihm so wichtig. Und ich habe alles das gegessen, was ich normalerweise gar nicht vertrage. Also alles an Weizen. So einen fetten Austrian Cookie. Weil ich vertrage eigentlich keinen Weizen. Ich kriege Bauchschmerzen davon. Ich blähe auf davon. Vielleicht war es auch einfach das Fett. Ich glaube, es war das Fett. Fett und Salz wahrscheinlich. Ja, und der Stress war raus. Weil der Wettkampf war gelaufen. Ne? Cortisol. Angie, du bist ja sowieso mal ein bisschen gestresst vor den Wettkämpfen, ne? Aber ich ja auch. Deshalb sind wir beide zusammen auch keine gute Kombination.
Ja, aber bei uns sind das ja nur die Umstände. Ja, das stimmt. So, Das alles andere hat ja funktioniert. Aber es ist ganz gut, wenn man so einen Ruhepol dabei hat. Und ja, das habe ich nämlich sehr genossen, weil ich dachte, ich habe immer zu Roman gelehnt und gesagt, boah, der ruht so in sich. Ich muss echt lernen. Ich muss echt lernen, ruhig zu werden. Ja. Ja, das war bei Roman, der war wirklich richtig entspannt bei dem Wettkampf, weil das war so, vorher waren ja ein paar Wettkämpfe richtig scheiße in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja. Der erste, der dann ganz gut war, war ja Italien, der hat halt den fünften gemacht und dann sind ja noch mal ein paar Wochen vergangen. Dazwischen war noch Dennis James Classic, wo wir waren, und dann 2 Wochen später, glaube ich, war Rumänien. Da ist er ja ganz spontan gestartet und hat ja die ganze Zeit vorher mehr oder weniger Aufbau gemacht, also quasi grow into the show, also einfach gegessen und hatte dann so eine gute Form, das hat man richtig gemerkt, dass ihm da so die ganze Last von den Monaten davor so runtergefallen ist und er einfach richtig zufrieden mal war mit der Form. Ja, ich habe damals das so ein bisschen mitbekommen mit den USA-Wettkämpfen und ich fand diesen Shitstorm einfach so unnötig, weil ich mir so denke, erstmal sei erstmal selber ein Profi und stell dich auf eine Profibühne. Ja, man sollte ja immer erstmal sich reflektieren und anfangen an sich zu arbeiten und nicht erstmal andere kritisieren. Und vor allem war das ja teilweise auch keine konstruktive Kritik, sondern wirklich auch, finde ich, ein bisschen persönlich und das fand ich wirklich so ein bisschen schockierend. Und dann auf einmal hat man wieder eine gute Platzierung und dann ist man wieder der tollste Bodybuilder der Welt. Ne? Ekelhaft, Ja, richtig wirklich ekelhaft, ekelhaft. Das ist wirklich. ekelhaft. Da gibt es auch kein anderes Wort für. Und da habe ich Roman auch so gefeiert. Deswegen bin ich auch ein immer größerer Fan geworden. Also dafür, wofür er so viel Shitstorm kassiert hat, dass er, also andere haben ja verstanden, dass er eigentlich keinen Bock auf Wettkämpfe hat. Manchmal sind die Leute ja auch echt dumm und verstehen gar nicht, was der Mensch sagen will, obwohl er sich so klar ausdrückt, weiß ich gar nicht, wie man eine klare Aussage so verdrehen kann. Ja, also ich bin genau derselben Meinung. Am Ende der Diät, wir hatten das letztes Mal das Thema mit Michelle, hatten wir das im letzten Podcast auch schon, und ich sehe das ganz genauso. Also ich bin am Ende der Diät, klar bin ich euphorisch, dass ich endlich da oben stehen darf, aber dieser ganze Stress, wenn ich überlege, sowohl in Rumänien wie in Spanien, auch wenn alles gut organisiert ist und ich nicht selber schminken muss. Ich meine, die Männer müssen jetzt nur zum Tanning. Wir haben ja noch Schminktermine, Haartermine. Das muss alles koordiniert werden. Du musst von A nach B nach C in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst. Wer mir da noch sagt, dass das Fun macht, wenn dann noch, du bist sowieso fertig, hast einfach nur noch Hunger, dann zuppeln sie an deinen Haaren rum, dann schminken sie dich. Diese stinkende Farbe tatsächlich. Ich weiß, in Rumänien, ich weiß nicht, wie Roman das empfunden hat, stehst du da in der absoluten Kälte, splitternackt irgendwie, stehst da eine Stunde, bis diese Kackfarbe trocknet irgendwie, frierst dir den Hintern ab, deine Form dramatisiert sich, aber gut, das Problem hatten ja sehr wahrscheinlich alle. Und wer da am Ende sagt, klar ist das geil, da oben zu stehen und zu gewinnen, aber dieser Prozess an diesem Tag ist gar nicht so geil, Ja. ist nicht so geil. Also die Voraussetzungen sind nicht immer die besten auf diesen Wettkämpfen, ne? Wenn jetzt manche sagen, ja, warum machst du denn dann Wettkämpfe, ist dann mal eine ganz andere Geschichte. Trotz alledem stehe ich, finde ich es geil, da oben zu stehen und mich zu messen mit anderen Menschen. Das mag ich. Aber dieser Prozess da ist nicht geil. Also ich kann das so nachvollziehen und dafür so einen Shitstorm irgendwie zu bekommen, vor allem von Menschen, die wahrscheinlich selber noch nie auf der Bühne waren. Ja, vor allem von erwachsenen Menschen, die wirklich einen einzelnen Menschen aufgrund seiner Leistung, oder ja, es war ja erstmal, dass sie ihn fertig gemacht haben, weil er bei den USA-Wettkämpfen schlechte Platzierungen hatte. Da wurde ja schon auf ihm rumgehackt. Roman, die Flunder, was weiß ich, wo ich mir schon denke, also wie kann man denn jemanden auf so einem Niveau runtermachen wegen der sportlichen, ja,
sag mal, sportlichen Leistungen. Das ist ja wie damals in der Schule, wo man im Schulsport ausgelacht wurde, weil man nicht weit genug gesprungen ist oder so. Und das, also das war lächerlich. Und das so jemandem, der irgendwie ein paar Monate vorher dem Tod noch von einer Schippe gesprungen ist, ja. Künstliche Hüfte, was ist los mit den Leuten? Ganz das ehrlich. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das ist das Problem. Die Leute verdrehen einen das Wort im Mund. Die verstehen das so, wie die das verstehen wollen. Ja? Einfach damit sie ein Gesprächsthema haben. Mein Gefühl bei der Sache. Ne? Also. Muss aber auch sagen, dass die Videos, die damals gemacht wurden von Roman, dass er meiner Meinung nach bewusst in ein schlechtes Licht gerückt wurde und dieser Shitstorm auch bewusst erzeugt wurde von einer gewissen Person, ist meine Meinung. Also ganz ehrlich, wenn man halt seinen ersten Wettkampf nach ein paar, ne, nach ein paar Saisons aussetzen, sage ich jetzt mal, wieder gemacht hat und der dann nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt und man dann direkt danach interviewt wird, ich finde, man muss ja selber das immer sacken lassen. Ich meine, Angie, du hast mich in Alicante danach erlebt. Ich habe fast angefangen zu heulen, obwohl es ja wirklich kein Drama war. Das war meine erste Saison, wo ich wirklich Pro-Qualifier mitgemacht habe. Und das war mein erster internationaler Wettkampf. Und ich habe danach erstmal geheult. Habe dann Max angerufen, oh, Scheiße. Und also, du standest da in absoluter Bestform. Und ich finde, das muss man als Athlet, weil du siehst ja auch noch gar keine Bilder, du weißt ja gar nicht, wie du da oben aussahst gerade, musst du das erstmal sacken lassen und für dich reflektieren. Und dann, finde ich, kann man ein vernünftiges Statement darüber machen. Aber wenn man dann direkt aus der Halle kommt, direkt interviewt wird, dann trifft man vielleicht auch mal unpassendere Aussagen oder Aussagen, die man sich vielleicht vorher noch mal genauer reflektiert hätte. Soll ich das jetzt vielleicht so sagen oder sage ich es doch mal lieber anders? Ne? Mhm. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Also, und ja, Leute, die noch nie Wettkämpfe gemacht hat. Ich habe ja jetzt auch nicht viele gemacht, aber Leute, die das noch nie gemacht haben, können das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen, wie man sich dann fühlt, wenn man schlecht platziert wurde und dann, ja, und dann wirst du interviewt. Du kannst halt keinen klaren Gedanken gerade fassen in dem Moment. Das ist einfach. Ja, nicht. Aber wie geht Roman damit um? Also kann er das, also jetzt, ich sag mal, da drin, ne? Nicht hier vor, sondern also wie stark belastet euch sowas? Also im ersten Moment habe ich schon gemerkt, also die erste Zeit hat ihn das doch ziemlich belastet. Auch, ja, er wollte danach auch gar nicht mehr auf die Bühne. Also ich habe ihn schon überredet, Italien noch zu machen, weil ich wusste, wenn er erstmal nach Hause kommt, wenn das erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde, diese ganze Sache, und er dann noch wieder ein bisschen Kilos drauf, was heißt Kilos, ein bisschen Gewicht draufpacken kann. Innerhalb von ein paar Wochen kannst du ja nicht wahnsinnig Kilos draufpacken, aber dass halt so die Fülle wiederkommt, ich wusste, dann wird er auch eine gute Platzierung machen und ich bin auch froh, dass wir dann tatsächlich nach Italien geflogen sind. Und man hat es auch gesehen, als ihm dann dieser fünfte Platz überreicht wurde. Also ja, wirklich ihm da so ein Stein vom Herzen gefallen ist und das quasi den ganzen Mist von davor irgendwie wieder wettgemacht hat. Auch wenn es, ich sag mal, nur ein fünfter Platz war, war das, glaube ich, ja so der Punkt, wo er wusste, ich kann doch noch was erreichen. Meinst du, ohne dich hätte er das auch gemacht? Also ich weiß, dass damals zu der Zeit jemand, der auch Einfluss auf ihn hatte, ihm gesagt hat, er soll gar keine Wettkämpfe mehr machen. Derjenige wollte ihn auch coachen und daraufhin hat er mir auch gesagt, ich soll alles absagen von Italien, ich soll alles stornieren, was ich aber erstmal nicht gemacht habe. Und ich wusste das halt nicht, dass ihm gesagt wurde, er soll alles hinschmeißen. Und ich habe mich gefragt, warum jetzt auf einmal, weil wir hatten abgemacht, wir machen Italien noch und es war dann auch erstmal alles gut. Und dann sagte er auf einmal, nein, ich starte nicht mehr, ich will das nicht. Und ja, dann habe ich ein bisschen nachgehorcht und habe dann herausgefunden, dass ihm das eingeredet wurde von jemandem, was ich auch ja ziemlich beschissen fand. Und
ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn dann dazu gebracht habe, da zu starten oder dass das jetzt mein Erfolg ist. Natürlich, das hat er selbst entschieden, das ist sein Erfolg. Ja, aber trotzdem mit deinem Einfluss, und das finde ich einfach toll. Also das ist ja auch das, was eine schöne Beziehung ausmacht. Da wollte ich eigentlich nur drauf hinaus, und das finde ich toll. Das gegenseitige Unterstützen, wirklich. Ja. Hammer, wirklich. Ja. 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 Schauen wir mal, was dieses Jahr noch so passiert. Also ich hoffe, du motivierst ihn weiter hier. Ja. Ich glaube, also ich hoffe, dass Roman jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Moment hat er gerade den Big Sohn-Tag, das weiß ich. Mhm. Normalerweise hätte ich den nämlich heute. Ja, hat er mir gesagt heute. Und ich war so happy gestern, weil ich wusste, ich hätte heute eigentlich frei gehabt und musste so lange arbeiten heute. Und ich dachte, okay, ciao, ich komme weder zum Training, dann der Podcast. Wie soll ich denn in diesen Big Sohn-Tag machen? Weil ich nehme das ja auch immer alles sehr ernst, in die Gruppe geschrieben. Und Roman sofort so, Angie, ich bin dabei. Und ich denke so, geil, super, super. Ich hoffe, kommen wir mal zu diesem großen Thema. Ach ja. Oh, Mann, ist bei Big Sohn. Also irgendwie als das so in diese Gruppe, wir haben ja, die Athleten haben ja so eine Gruppe, ne? Und als das in diese Gruppe reinkam, habe ich immer nur, ich habe den ersten Teil gar nicht mit, ich wusste gar nichts davon. Mal wieder, ich kriege ja immer nicht so viel mit. Ich denke so jetzt Max, bei Max war das natürlich bekannt, das wird ja auch schon alles länger im Gespräch gewesen sein, aber für mich war es halt brandneu. Ich wusste da gar nichts von, habe ich auch gar nicht mitgerechnet. Ich habe mir das zwar manchmal gedacht, so dachte ich, boah, Roman Fritz, der würde eigentlich auch so gut irgendwie zu Big Sohn passen, so, ne? Dann habe ich das, wo ich das gelesen habe, ich habe mich so gefreut von Herzen, ne? Und vor allen Dingen freue ich mich, ja, weil ich hoffe, dass er da auch nochmal ein Stück motiviert, noch motivierter ist, mit einem guten Sponsoren im Rücken. Das heißt, auf jeden Fall. Es gab einen Sponsorenwechsel. Ja. Wir wollen alles wissen. Aus Marens Sicht. Das finde ich ja gerade spannend. Deswegen freue ich mich auch so, weil Frauen oft ja an manche Themen sowieso emotionaler auch dran gehen. Und ich finde es super spannend, einfach eine weibliche Sichtweise zu sehen, zu hören und zu sehen. Ich muss mich erstmal vernünftig hinsetzen, mich auf das Thema vorbereiten. Konzentrier dich. In unserem Podcast angekündigt, Roman wird über das Thema nicht sprechen. Für ihn ist die Sache abgeschlossen. Aber ist ja auch ein schwieriges Thema, das muss man mal kurz sagen. Hier geht es auch um Verträge und Rechte. Da kann es auch wirklich mal um Verklagungen und sowas gehen, ne? Und deswegen ist es völlig legitim, dass man über gewisse Dinge einfach nicht sprechen darf, ob man möchte oder nicht. Das müssen einfach die Leute da draußen auch verstehen. So, jetzt bin ich leise. Ja, also Thema Sponsoren. Ich denke mal, also die meisten wird jetzt wahrscheinlich das Thema ehemalige Sponsoren mehr interessieren als jetzt der neue Sponsor. Und man sagt ja, man soll, bevor man etwas Negatives anspricht, soll man ja erstmal die positiven Dinge hervorheben. Das mache ich jetzt auch. Also Roman war ja damals bei Animal, was wahrscheinlich viele noch wissen. Und da war er auch echt zufrieden. Also wenn er über die Zeit redete, da leuchten seine Augen mit diesen Reisen nach USA und diese Veranstaltung mit den anderen Athleten. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt zukünftig auch wieder so für ihn sein kann, dass er ja gut unterstützt wird. Und ich glaube, da ist er bei Big Sohn definitiv an der richtigen Adresse, auch mit den anderen Athleten, wie jetzt mit dir zum Beispiel oder dem Max, den Justin, mit denen hat er ja auch schon Videos gemacht. Also ich glaube, das passt sehr gut und da wird er auch glücklich sein und die Produkte feiert er sowieso. Das weiß ich auch, sonst wäre er auch gar nicht zu Big Sohn gegangen. Also was soll er mit
Produkten von irgendeinem Sponsor, mit denen er nichts anfangen kann. Also da weiß man, denke ich, auch, dass Roman ziemlich ehrlich was sowas angeht. Also der lügt einem jetzt nichts vor. Und ja, der negative Teil, jetzt kommt das Interessante. Ich habe kein Popcorn. Ich mache es mir gemütlich. Ja. Also, man denkt ja eigentlich, dass ein Sponsor seine Athleten unterstützt. Das ist ja der Sinn eines Sponsorings, würde ich mal sagen. Das war jetzt bei Roman definitiv nicht der Fall. Und eher ja, komplettes Gegenteil, kann man so sagen. Also ihm wurden regelrecht Steine in den Weg gelegt, was aber gar nicht mal jetzt der Sponsor allgemein so gewesen ist, sondern vielmehr eine einzelne Person in diesem Unternehmen. Der Social Media Zuhälter von Deutschland, sage ich nur. Und es fing damals so an, auch mit einem Podcast tatsächlich. Also Roman war beim Furt im Podcast. Ja. Für die, die das nicht wissen, das ist ein sehr bekannter Bodybuilding-Podcast, der hoch angesehen auch. Und das, ja, man kann schon sagen, dass es eine Ehre ist, wenn man da eingeladen wird. Da sprechen wir. Roman hat sich tierisch gefreut darüber, das weiß ich noch. Und es ist halt auch für den Athleten eine super Werbung natürlich und dementsprechend für den Sponsor auch, nimmt man an. Auf jeden Fall dann kurze Zeit später bekommt er einen Anruf von dieser einen Person. Da war ich auch mit bei, also ich saß im Auto neben ihm, ich konnte das Gespräch mithören. Und da bekam er den Vorwurf, wie er diesen Podcast machen könnte, wie er überhaupt auf so eine Idee kommt, das würde ja gar nicht gehen und er würde das noch bereuen. Das war der Wortlaut, du wirst das noch bereuen. Und dann ja, ist einige Zeit vergangen, wir sind in der Zeit dann umgezogen auch und dann hatte Roman die Möglichkeit, neben diesem Sponsoring noch eine andere Zusammenarbeit zu machen mit einem Fleischlieferanten. Das haben vielleicht auch einige mitbekommen. Und er hat das mit dem Sponsor dann abgeklärt, hat gefragt, ob er das machen darf, hat per WhatsApp dann auch die Zusage bekommen, ist okay, kannst du machen. Und ja, dann kam auch das erste Paket mit Fleisch. Er hat es auch dann beworben in seiner Instagram-Story, war auch alles okay, kam kein Veto vom Sponsor. Auch kein. Das kollidiert ja auch eigentlich gar nicht, muss man ja mal sagen. Ne? Nee, gar nicht. Zu Supplements. Klar, beides enthält Protein, aber ja. Das eine ist Fleisch, das andere ist Pulver, ne? Ja. So. Ja. Ein paar Tage später kommt ein Brief, nicht vom Sponsor, sondern vom Rechtsanwalt. Und das war keine Abmahnung, war auch keine Verwarnung oder irgendwas in der Art. Das war eine Ankündigung einer Geldstrafe im fünfstelligen Bereich. Und ja, wir auch erstmal so, what? Also das kam für uns wirklich komplett überraschend, weil Roman hat das ja wirklich vorher abgeklärt. Er hatte ja schriftlich bei WhatsApp, dass er das machen kann, dass sie da nichts gegen haben. Und dann kommt eben diese Geldstrafe im fünfstelligen Bereich. Und ja, Roman hat es natürlich nicht gezahlt, ne? Warum auch? Er hat ja nichts falsch gemacht, wurde dann aber indirekt gezwungen, diese Summe zu zahlen, indem sein Athletenhonorar einbehalten wurde, bis diese gesamte Geldstrafe dann abbezahlt war. Das heißt, Roman hatte über mehrere Monate kein Einkommen. Und okay, also das das Coaching lief. Also Athleten wurden ihm über den Sponsor zugewiesen auch. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder wieso, wie eingehalten? Oder? Er bekommt ja ein monatliches Honorar vom Sponsor. Ja, ja. Das wurde dann einbehalten. Okay, ich hab gerade irgendwas mit Coaching. Ich habe es jetzt total, ich denke so, hä, wieso hat er Athleten über den Sponsoren zugewiesen bekommen? Nein, also sein Athletenhonorar wurde dann einbehalten. Ja, klar, logisch.
Ja. abgezahlt war und ja, war dann halt scheiße, konnte man nichts gegen machen. Und ja, wir haben uns dann auch einen Rechtsanwalt genommen, das Ganze ging auch vor Gericht. Ein Teil der Strafe hat er wieder bekommen, also wirklich nur ein Teil, aber auch erst wirklich Monate später. Man weiß ja, wie lange sich sowas hinzieht mit Gerichtstermin. Auf den Rechtsanwaltskosten und so sind wir natürlich auch komplett sitzen geblieben. Und ja, nachdem das dann da war mit dieser Geldstrafe, hat Roman mehrmals vorgeschlagen, diese Zusammenarbeit zu beenden. Mhm. Weil das ist ja nur gesunder Menschenverstand, dass man so eine Zusammenarbeit nicht weiter dann einfach fortführen kann nach so einer Sache. Aber darf ich noch mal kurz unterbrechen? Mit was für einer Begründung, wenn ich mir vorher das Okay hole, also mit was für einer Begründung wurde er dazu? Also wieso war das eine Vertragsstrafe, wenn er das doch vorher angekündigt hat? Weil mit diesem mit dieser Fleischfirma. Es wurde behauptet, dass das nicht genehmigt war. Mhm, okay. Es war tatsächlich aufgrund dieser Fleischwerbung die Geldstrafe, weil es angeblich nicht genehmigt wurde und das in Konkurrenz zu den Produkten vom Sponsor steht oder stand. Und ein WhatsApp-Verlauf ist vor Gericht nicht messbar, also dient aber nicht zum Beweis oder? Weil es dann, es stand ja nur im WhatsApp-Verlauf und offenbar nicht im Vertrag. Mhm. Okay. Ja. Ja, und ja, wie gesagt, Roman wollte die Zusammenarbeit dann logischerweise beenden. Ja, klar. Die andere Seite war strikt dagegen. Also ich weiß nicht, warum. Also weiß ich, mir ist es bis heute unklar, warum man an so einem Vertrag festhält, obwohl man den Athleten überhaupt nicht unterstützen will. Also es war wirklich reine Schikane, offensichtlich. Und so ging es dann halt auch weiter. Na gut, wobei ich jetzt denke, auch wenn dieser Sponsor, finde ich, mehr und mehr in eine andere Richtung geht, welche Art von Athleten diese haben. Aber trotz alledem ist ja ein Athlet wie Roman nur auch, der einen großen Namen trägt, eigentlich ein großes Zugpferd. Ne? Ja, aber allgemein finde ich das so, ich finde, man sollte mit seinem Sponsor und auch mit den Chefs da oben immer ein gutes Verhältnis haben, weil wenn das persönlich nicht passt, finde ich, wie soll man denn dann gute Werbung machen, weil man steht dann ja auch nicht mehr wirklich hinter der Firma, weil Roman wusste das ja, aber kein anderer, so, und das ist dann ja auch so. Ja, ich hätte da auch keinen Bock mehr drauf, ne, wenn da einmal irgendwie sowas kommt, weil ich stehe auch hinter jedem Produkt von meinem Sponsor, also von A bis Z, so. Hätte ich zum Beispiel von meinem Sponsor diese Produkte nicht schon ewig benutzt, ich habe das natürlich jetzt auch Max zu verdanken, ne, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, aber wäre das jetzt eine Firma gewesen, wo ich sowieso nicht hinterstehe, hätte ich das nicht gemacht. Ich kann nichts verkaufen, wo ich nicht hinterstehe, so, ne, und wenn wenn dann sowas da in der Luft hängt. Ja, wie soll man da auch normal miteinander zusammenarbeiten? Ja. Das ist auch gefragt. Ja. Es hat auch nicht funktioniert. Also ja, natürlich den Romans Followern oder Fans, also wir benutzen das Wort Fans sehr ungern, aber es ist den Leuten natürlich aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Aber Roman durfte natürlich nicht darüber reden. Ich muss sagen, ich selber habe mich das auch schon gefragt, weil ich habe gesehen, irgendwie keine Videos mehr mit Roman auf der Plattform oder auch wenig Werbung seiner Seite. Ne? Einfach leiser geworden. Ja, er hat dann das Nötigste gemacht. Wäre Roman eine Frau gewesen, hätte ich gesagt, ist sie schwanger? Ja. Na, auf jeden Fall ging es dann halt weiter. Also die Schikane zog sich dann auch noch weiter durch unser Leben. Roman hat dann keine Produkte mehr bekommen,
sollte weiterhin Werbung machen für Produkte, hat aber keine zur Verfügung gestellt bekommen. Das war auch ganz witzig. Und ja, so Sachen wie Wettkämpfe, keinerlei Unterstützung. Auch da eher im Gegenteil, da wurde er ja gefilmt. Mhm. Und aber wirklich meiner Meinung nach bewusst in ein schlechtes Licht gerückt. Aber jetzt in Rumänien oder so zum Beispiel war ja auch niemand dabei, ne? In den USA? Nee, in Rumänien. In Rumänien? Nee, da war tatsächlich niemand dabei. Nee. Ja, stimmt, in den USA, genau, da war das. Ja. Ja, da ist ja dieses Shitstorm-Video entstanden. Ja. Genau. Ja. Ja. Und ich glaube, dass das bewusst so dargestellt wurde, also wo man bewusst schlecht dargestellt wurde, um so einen Shitstorm gegen ihn zu erzeugen. Boah, ich kann mir das immer gar nicht. Ich glaube ja immer nur an das Gute im Menschen, ne? Ja, dieser Mensch hat nichts Gutes in sich, das kann ich dir sagen. Ja, und eine Sache, das muss ich jetzt auch noch erzählen, das war auch echt krass, dass anderen Athleten vom gleichen Sponsor untersagt wurde, mit Roman Videos zu machen oder sich auch nur mit ihm abzugeben. Das wissen wir von diesen Athleten direkt, weil teilweise der Wortlaut wirklich, wenn du mit dem Roman ein Video machst, dann schmeißen die dich raus. Das ist echt krass. Kann man auch gegen Mobbing klagen? Wisst ihr das? Ja, dachte ich, also das ist tatsächlich nicht. Also, das ist doch Mobbing. Also wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Tietze, du darfst dich mit deiner besten Freundin nicht treffen, sonst bist du bald arbeitslos und hast kein Einkommen mehr oder sonst was, das ist doch Mobbing und Schikane. Also krass. Ja, aber das hört man ja auch immer wieder, ne? Also, dass ich jetzt natürlich keine Werbung mache für HPN-Produkte oder so, ist völlig klar. Ja. Ich bin ja auch noch nicht so lange, ja, jetzt über ein Jahr, aber am Anfang, manchmal passiert halt auch sowas, ne? Wenn irgendein Produkt halt wirklich, was du wirklich brauchst, vielleicht nicht lieferbar ist, dann musst du es vielleicht mal woanders bestellen und dann steht das da im Schrank und ich habe das gar nicht gesehen, ne? Ich mache Werbung für das eine Produkt und dann steht daneben, keine Ahnung, von einer anderen Firma, was ich da noch stehen hatte und so, ne? War überhaupt keine böse Absicht von mir. Klar, kriege ich dann auch Bescheid, weil wir werden natürlich auch kontrolliert. Also müssen, verstehe ich ja auch, ist ja total legitim so, ne? Es geht natürlich nicht, dass dann da irgendwie ein ESN, HPN, keine Ahnung, schlag mich nicht, schieß mich nicht tot, irgendwie Produkt steht, das ist mir schon alles klar, ne? Aber ich sag mal, wenn meine beste Freundin oder mein bester Freund jetzt zufälligerweise nicht Big Zone-Athlet ist und ich möchte mit dem ein Video machen, dann mache ich damit ein Video. Ja, ist bei uns auch sehr schwierig. Wir haben ja nur eine Küche, ist ja normal. Und ich habe ja keinen Sponsor, also ich kaufe das, was mir gefällt, wo es mir gefällt oder wo es gerade günstig ist. Und das steht dann halt in der Küche, ne? Und wo man da was filmen muss, dann kann es schon mal passieren, dass dann ein blauer Eimer in der Ecke steht oder ein weißer Beutel mit einer türkisen Schrift, ne? Kann passieren. Und dann heißt es auch mal direkt, Roman, genau. Bist da bei dem Sponsor, machst da immer Werbung, aber eigentlich kaufst du dann lieber da billig, wussten wir es doch. Und ja, denke ich mir, dass ich auch hier wohne. Ja. 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 Ja, oder was soll ich denn sagen? Ich hatte jetzt auch einen Sponsorwechsel und ich habe ja jetzt auch noch ein paar Sachen von denen im Schrank stehen. Ja. So. Ich weiß, die haben jetzt alle in die Mülltonne, so, nee. Natürlich nicht. Wir haben jetzt uns überlegt, für unseren Podcast machen wir jetzt immer Überraschungsgewinnspiel. Wir zeigen vorher nicht, was wir verlosen. Ja, und so. Darf ich ja jetzt teilnehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es Big Zone-Sachen sind, ist ja relativ groß. Das heißt, ich darf jetzt auch an eurem Gewinnspiel teilnehmen. Das darfst du sowieso.
Gut. Du darfst das Produkt dann nur nicht zeigen, wenn du es gewinnst. Und es nicht vom Big Sohn ist, natürlich. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall, also ich finde es mega traurig, aber ich bin ja trotz alledem jemand, auch wenn ich an das Gute denke, immer nur glaube, trotz alledem macht das Schicksal das schon immer so, wie das halt kommen soll, ne? Und ich denke, wo er jetzt gelandet ist, ich glaube schon, dass das eine gute Reise wird. Ja, das denke ich auch. Also auch vom Team, ich weiß, dass er da reinpasst. Also ich weiß nicht, wie sich jetzt wirklich Max und Roman verstehen. Ich glaube aber gut, so kennt man ja von den Videos, aber ich weiß, er passt einfach zu dieser Marke wie Arsch auf Eimer. Ja, das ist, ja, die haben ja so dieses Bad Image, sage ich mal, so wie damals auch Animal. Und da Ja, es ist passt einfach eine Bodybuilding-Marke. rein. Gut. Ja. Und ich denke, da passt er rein. Und Big Sohn legt ja auch viel Wert auf Gesundheitsprodukte. Und so viel wie Roman auch darüber redet und das Wissen, was er hat, ist das eine absolute Bereicherung auch für uns alle da. Also ich freue mich. Ich freue mich auch, er auch. Also Ja. es merkt man auch, dass er da jetzt wieder richtig motiviert ist. Er hat auch gesagt, er will sich da richtig reinhängen. Und mich freut es auch, wenn, ja, wenn er so, er ist jetzt frei, sage ich mal. Ja. Und das ist ja motivierend hoch 100, ne? Ja, Und wird auch seine gerade Wettkämpfe und alles beeinflussen, positiv wahrscheinlich und seine Karriere, ja. auch, dass er da jetzt bei den Wettkämpfen mal wieder Unterstützung bekommt, das ist natürlich auch wichtig. Ja. Und der Sponsor, der auch wirklich hinter ihm steht. Ja. Ja. Ja, Dann das haben wir glaube die ich. Frage auch geklärt, oder, Letty? Oder gibt es noch irgendwas? Nee, die Frage wäre für mich auch geklärt. Ich Wirklich habe es mir interessant. endlich von der Seele geredet und Ja, und für die. dich als Frau, wie war das? Also, konntest du da irgendeinen Einfluss nehmen? Wie ist dein Verhältnis zu der gewissen Person? Wie hast du dich da gefühlt in der Situation? Also ich habe einmal versucht, mit dem Chef direkt Kontakt aufzunehmen. Also das war unmöglich für uns. Wir sind an die Chefs gar nicht rangekommen. Ich habe es auf alle möglichen Wege versucht. Wir haben es per Brief, per Telefon, per E-Mail, alles versucht, aber wir sind da gar nicht angekommen. Und ja, ich habe mich relativ wenig eingemischt. Ich habe natürlich Roman immer meine Meinung zu den Sachen gesagt, habe da auch bin mit zum Gericht gefahren, bin aber nicht mit reingegangen. Ich habe natürlich an der Tür ein bisschen gelauscht, aber ich bin nicht mit rein, falls ich noch hätte aussagen müssen. Ich bin dann nur zum Schluss mit rein. Und also für mich war das echt schlimm, dass ich da absolut keinen Einfluss drauf hatte und nichts dagegen machen konnte. Also ich konnte nur zugucken, wie Roman da schikaniert und ja, wirklich gemobbt wird. Und ja, was hätte ich machen sollen? Also, aber ich muss sagen, diese Person war mir von Anfang an nicht so ganz geheuer. Es gibt so Menschen, die sieht man und man weiß direkt, die sind nicht echt, nicht ehrlich. Und das Gefühl hatte ich direkt, hat sich ja auch bestätigt. Intuition, weibliche Intuition. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt auch verklagt werde nach dieser Folge. Aber das wäre es mir wert, ganz ehrlich. Musste jetzt gesagt werden. Wir werden dann auch gleich gesperrt, Ja, wahrscheinlich, oh Gott. weil wir es Aber rausbringen. Ich bin dabei. Folge 3 direkt raus aus dem Game. Aber es ist ja auch alles nur deine Gustav Sichtweise. Nikus. Also, da kann man jetzt mal sagen, dafür bin ich wahrscheinlich noch zu klein. Und wir haben nicht nur über das Thema gesprochen. Na, ich bin mal gespannt. Also, wenn es daraufhin jetzt Theater gibt, Letty, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir schon in der dritten Folge haben wir hier schon den Durchbruch geschafft. Genau. Dank Nein, Maren. aber Dank Maren.
Ganz ehrlich, man kann doch nicht immer die Leute verklagen, wenn es mal Kritik gibt, ne? Das geht doch eigentlich nicht. Also wenn mir jemand sagt, du bist nicht hübsch, dann ja, Kritik und verklage ich die Person jetzt direkt. Also. Ja gut, da geht es um Gerichte, da geht es um Geld. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ne? Man muss ja nicht immer direkt hier alles verklagen. Und man muss auch sagen, es gibt ja auch mit Sicherheit Athleten, die Sponsoren nicht zu schätzen wissen. Es gibt ja auch umgekehrte Fälle, ne? Also ich habe auch schon genug gehört. Also ich bin sehr dankbar, dass ich einen Sponsor habe. Und das, was mir gegeben wird, muss ich auch mindestens genauso zurückgeben. Ne? Aber mir wird halt auch so viel Respekt gegeben, muss ich jetzt mal sagen, von Seiten meines Sponsors. Also stehe ich hundertprozentig hinter. Und natürlich gebe ich auch dasselbe zurück, weil im Endeffekt wächst das Unternehmen ja auch mit uns Athleten. Ne? So, und steht und fällt. Also es muss einfach, der Respekt muss einfach von beiden Seiten da sein. Ist natürlich kacke, so jetzt, wie es da gelaufen ist, ne? Aber es gibt halt, muss man einfach auch mal fairerweise sagen, es gibt auch Athleten, die sich einfach scheiße verhalten ihrem Sponsor gegenüber. Ja, natürlich. Ja. Oder denken, naja, wenn du mich haben willst, okay, legst du das und das auf den Tisch, aber ich muss dafür jetzt nicht viel leisten oder so, ne? Ja. Das finde ich mal traurig. Aber gut, ich bin ja auch selber Unternehmerin und weiß, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwarte. Alles, was an Respekt und Loyalität oder so, ne? Und genauso sehe ich das halt auch, sehe ich mich auch in derselben Funktion als gesponsorter Athlet, das auch wieder dem Unternehmen zurückzugeben, ne? Ja. Das habe ich so in meinem normalen Job, dass ich mir denke, ich werde bezahlt von meinem Arbeitgeber, also die finanzieren mir quasi mein Leben, mein Arsch, so. Und ich weiß, es ist tausendmal gefragt worden, aber... Was macht ihr hauptberuflich? Ach ja, das Thema noch. Okay. Ich habe es auch gestern erst in unserer neuen Podcast-Folge erzählt, aber ich erzähle es auch. Sag es einfach in einem Satz. In einem Satz. Also erstmal bin ich Wirtschaftsinformatikerin. Also ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik damals gemacht. Ich habe das dual studiert. Das heißt, ich hatte Praxisphasen im Unternehmen und Hochschulphasen. Und diese Unternehmensgruppe, wo ich damals die Praxisphasen gemacht habe, die haben mich übernommen. Sie haben verschiedene Tochterunternehmen. Und da hat mich ein Telekommunikationsanbieter, ein regionaler, übernommen. Und da bin ich jetzt in der technischen Planung. Und ganz viele fragen immer, was ich im Rechenzentrum mache. Also wir bieten Server-Housing an. Das heißt, wir haben ein Rechenzentrum. Da stehen quasi Schränke drin, die man mieten kann und da dann seine Technik, seine Server reinpackt. Mhm. Und innerhalb dieser technischen Planung, wo ich bin, kümmere ich mich auch um Anfragen für dieses Telehaus und mache da aktuell auch ziemlich viele Einweisungen. Also für Techniker von den Mietern, die dann da rein wollen, die muss ich da einweisen. Da bin ich momentan ziemlich viel mit beschäftigt, deswegen aktuell recht häufig im Rechenzentrum. Und das machst du Vollzeit? Ja. Hm. Macht auch. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Also ich muss sagen. Nicht gedacht? Was dachtest du, was Maren ist? Ich weiß nicht. Fleischerei-Fachverkäuferin oder was? Nee, also ich weiß auch nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du was mit Informatik machst. Also weiß ich nicht so. Ich hätte eher so auf Büro, Kauffrau mäßig so, also ich mache auch Buchhaltung, ne? Also standardmäßigen Frauenberuf eigentlich, ne? Weiß ich nicht, aber so Informatik hätte ich gar nicht gedacht tatsächlich. Ich muss auch sagen, damals im Studium, also ich habe ja nicht rein Informatik, sondern Wirtschaftsinformatik studiert, da hatte ich auch Buchhaltung, BWL-Themen, solche Sachen. Und in den Fächern war ich auch viel besser. Also in Buchhaltung und so stand ich immer auf 1 und die Informatikfächer war ich teilweise schon froh, wenn ich die überhaupt bestanden habe. Ja. Ich wollte danach auch gar nicht irgendwie in
in der IT oder generell in der Technik was machen. Ich wollte lieber irgendwas, ja, einfach vielleicht irgendwas mit Zahlen oder irgendwo im Büro irgendwas machen, aber irgendwie bin ich dann doch in der Technik gelandet. Und da bin ich jetzt aber auch echt froh drüber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich liebe meinen Job und ich gehe da so drin auf, das ist meine Leidenschaft. Aber es macht teilweise schon echt Spaß. Ich bin da gut ausgelastet, nicht überlastet. Und die Bezahlung ist auch ganz gut. Mhm. Und es passt einfach gut in mein Leben rein, dieser Job. Also ich bin auch sehr flexibel. Ich habe Leitzeit, ich habe Homeoffice 60%. Also für mich echt okay. Wie oft trainierst du die Woche? Also welchen Fokus hat dein Sport? Aktuell 5-mal die Woche. Also ich mache meistens meine beiden Büro- bzw. Rechenzentrum-Tage sind dann meine Rest-Days, weil ich teilweise dann hocke ich da 10 Stunden im Rechenzentrum und danach geht gar nichts mehr. Also kenne ich. Wir brauchen aber Rest-Days. Bürotage sind Rest-Days. Ja. Weil Homeoffice, da spare ich allein schon eine Stunde an Fahrt. Dann muss ich mich ja nicht fertig machen. Also wie ich vorm Laptop, ist ja scheißegal, ob ich da einen Schlafanzug anhabe oder was weiß ich. So wie hier auch. Oft nutze ich halt auch meine Mittagspause, um dann Cardio zu machen. Das ist natürlich praktisch. Hm. Also ich kann halt meine Mittagspause beliebig verlängern. Deswegen. Ja. Ich hoffe, ich will nur eine kurze Anmerkung machen, bevor ihr euch wundert, wenn ich bald rausfliege, mein Akku ist bei 8%. Also ich wollte es nur sagen. Warum schließt du das nicht an? Was? Warum schließt du das? Weil es hier gerade nicht ist. Weil was? Weil es hier nicht ist. Ey, ich bin jetzt einfach reingesprungen, Leute. Also. Betty, du bist ja auch total spontan dazugekommen, ne? Ja, ich wusste, ja, stopp, es war spontan mit dem Handy, ja. Ich habe das vorher nicht aufgeladen. Ja, ich weiß, alles gut. Haben wir noch was Wichtiges, was geklärt werden muss? Also ich habe hier noch ein paar Zuschauerfragen. Das wird ein schnelles Interview, mal hier ein bisschen Tempo reinzubringen. Mit nicht so Bodybuilding-Fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas unter der Gürtellinie muss da noch dabei sein. Ja, da, ja, ja. Beispiele also, wie schnell kommt, hatten wir, oder ob man die Klotür offen lässt, wenn man auf Toilette ist vor dem Partner. Also das hat der schon 2-mal gefragt, wo ich mir denke, also klär das bitte mit deiner Freundin, ob du vor ihr scheißen kannst oder nicht und nicht mit uns. Ja. Was sind so genau, das wollte ich nämlich fragen, was sind so die, hast du irgendwas im Kopf, wo ihr echt richtig mal lachen musstet irgendwie über so ganz dämliche Podcast-Fragen? Bestimmt. Aber jetzt auf Anhieb fällt mir nicht. Das kenne ich auch. Das hätte ich dich mal vorher fragen sollen. Ja. Ich bin ja auch immer so unspontan. Und dann heute Nacht fällt dir das ein. Ja, wir hatten mal, das habe ich auch vorgelesen im Podcast, das war aber nicht unsere Fragerunde, das war in der Fragerunde von Kevin Stütz. Mhm. Da hat einer was zu einer knusprigen Kartoffel gefragt und das war wirklich so witzig formuliert, dass wir uns der Tod gelacht haben. In einer knusprigen Kartoffel. Ja, im Airfrierer backen, irgendwie sowas. Das war, ja, jetzt bei den Fragen bei uns fällt mir auf Anhieb echt nichts ein. Also es sind oft so Fragen mit irgendwas mit Durchfall, Kacke, irgendwas Intimes über Sex. Also ja, das... Das lieber Thema. Kotze essen oder Durchfall, wo ich mir dann auch manchmal denke, also entweder sind die Fragen so drunter, dass ich denke, was ist mit euch nicht in Ordnung? Ja. Ne? Oder. Aber das Thema Verdauung ist für die Leute wirklich wichtig. So spannend. Ja, aber es wird ja im Alter auch immer wichtig. Worüber unterhalten sich die meisten alten Menschen? Wie sie verdaut haben, wie oft, wann, wie es aussieht, wie riecht es, Farbe. Diese moderne Ernährung, sage ich mal, es sind jetzt viel so Proteinprodukte auf den Markt gekommen. Ist klar, dass man
wenn man sich viel von solchem Zeug reinhaut, irgendwie Blähungen, Durchfall, Verstopfung, irgendwas kriegt, ne? Ja. Man sollte sich auch nicht immer über alles zum Kopf machen. Ja. Ne? So. Das sage ich auch immer. Einfach erstmal machen. Wenn es dann in die Hose geht, kann man immer noch gucken, was macht man dagegen. Ja. Kocht Roman selber für sich? Kochst du für ihn? Wer kocht bei euch? Wer ist der Koch oder die Köchin? Wir beide. Also Roman kocht sein Essen, ich koche meins. Es kommt tatsächlich mal vor, dass ich für Roman mal so eine Hähnchenbodenpizza mache. Weil da, also da gibt es ja auch so ein Kochvideo von uns. Ja, habe ich auch gesehen. Ich stehe ja gar nicht da drauf, ne? Oder zu Weihnachten mache ich auch öfter mal sowas wie Roulade mit Flößen oder einen Rinderbraten. Aber normalerweise, er kocht seins, ich koche meins. Also ich stehe überhaupt nicht auf ich habe das so am Anfang meiner sportlichen Karriere, wo ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe, auch so, okay, Low Carb hier und da, machst du da, da habe ich ja noch Fleisch gegessen, ich esse ja kein Fleisch mehr. Hier diese Thunfisch, Pizza, Käse, Böden, Blumen, Pizza, Böden. Mag ich auch nicht. Aber ich mag das alles nicht mehr. Also wenn ich das heute mal essen will, dann esse ich eine vernünftige Pizza und alles andere auch mit Kuchen. Entweder esse ich vernünftiges Stück Kuchen oder ich esse gar keinen. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Naja, bei Pizza, die kannst du ja auch relativ sauber, sage ich jetzt mal, in normaler Form. Also der Boden an sich, der ist ja ziemlich fettfrei. Ja. Muss ja nicht viel Öl ran. Da kannst du ja auch mal ein Dinkelmehl nehmen oder ein Dinkelvollkornmehl oder ein gutes Weizenvollkorn. Ne, wenn du halt ein gutes Mehl nimmst, ja, hast du halt ein paar Carbs drin. Wir sind ja auch nicht so mit diesen fancy Proteinrezepten. War übrigens auch Thema gestern bei uns mal wieder. Aber so diese Pizza, die isst er schon echt gerne, weil die auch dann ganz gut in seinen Plan halt reinpasst. Mhm. Auch ja. Diese enthält, die er sonst isst. Also Eiklar, Hähnchen, Flohsamenschalen, das sind so Sachen, die, ja, da ist seine Verdauung eh schon dran gewöhnt. Ja. Ja, aber sonst, ja, also ich hätte auch gar keine Zeit für ihn, da jeden Tag zu kochen. Ja. Das wäre schon ein Job alleine wahrscheinlich, weil ja, es ist ja sein Job. Deswegen. Ja. Das macht mein Freund sich aber auch so. Wir kochen jeder sein eigenes Tal, wir kochen dann den Reis zusammen, weil ich das gleiche esse wie er theoretisch, aber ich koche da jetzt auch nicht extra für ihn nochmal, oder ne? Das macht er auch alleine. Weil das ja auch mal schwierig ist mit den Mengen, ne? Diese Hin- und Herrechnerei, der eine braucht 350 Gramm, der andere braucht 125 Gramm, musst du noch einen Dreisatz draus machen? Nee, zwei Reiskocher dahinstellen und fertig. Ja, ja. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Maren. In meinem Kühlschrank darf nicht fehlen. Deine Must-Haves. Auf jeden Fall Kokosdrink, dieser vegane Kokosdrink mit Reis. Daraus mache ich mal meinen Pre-Workout-Shake. Ja, boah, das habe ich schon total lange nicht. Stimmt, Reis, Kokosdrink ist richtig lecker. Habe ich ewig nicht mehr getrunken. Kaufe ich mir morgen. Dann habe ich auf jeden Fall immer irgendwas an Milchprodukten, sowas wie Quarkjoghurt, immer mit 0, irgendwas Prozent Fett natürlich. Dann habe ich immer da Zucchini und Aubergine, das ist so meine Basis für meine Gemüsepfanne abends. Mhm. Geht es jetzt nur um Kühlschrank oder generell Lebensmittel? Frage war, was ist in deinem Kühlschrank? Deine Must-Haves? Ja. Mache ich jetzt auch nur Kühlschrank. Äpfel habe ich immer noch da. Ich stehe gar nicht auf Äpfel. Ich nur bestimmte Sorten. Also bei mir gibt es nur Boskop oder Elster. Alles andere, ne. Diese ist genau die, die ich überhaupt nicht mag. Wenn, dann müssen das diese Süßen sein. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Pink Lady. Ja, genau. Das sind auch meine Lieblingsäpfel. Ja. Ich muss mir die aber immer schmoren. Ich mag das gerne in der Pfanne. Ja, das mag ich.
gerne. Mit oder Zimt, ne? In Haferflocken reingeraspelt. Ja, ja. Das ist auch geil. Ja. Ich habe das in der Vorbereitung immer. Apfel, Birne esse ich auch gerne geschmort. Und bei mir kommt dann klein geraspelter Tofu. Den brate ich mir erst in der Pfanne an mit Kokosflocken. Dann Birne, Apfel drauf gedünstet und dann gieße ich das Ganze mit dem Whey auf. Und dann kommt das über den Reis. Sehr lecker. Mit Walnüssen. Ja. Was ich richtig gerne in der Weihnachtszeit mache, sind so geschmorte Pflaumenhälften mit Zimt drauf. Ja, und so. Das ist auch lecker. Süßstoff und dann so auf einen warmen Porridge und dazu noch so eine Vanillesoße aus Whey dazu. Ja. Also das ist ein Traum, wirklich. Ja. Gesund kann auch lecker sein. Oh ja. Na? Nächste Frage. Familienplanung. Nee. Never? Roman, absolut nein. Der sagt jedes Mal, wir haben hier direkt vorm Küchenfenster ist so ein Hof mit so einem kleinen Klettergerüst und wenn die Kinder vom Nachbarn da spielen, sagt er jedes Mal, also immer wenn die da draußen am Spielen sind, weiß ich wieder genau, ich will keine Kinder. Und also bei mir ist es so, ich will jetzt auf jeden Fall keine, das weiß ich. Ob das für immer so sein wird, weiß ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann Kinder zu haben. Aber ich bin ja jetzt auch, ich sag mal, schon 30, also so lange habe ich ja jetzt auch nicht unbedingt noch Zeit dafür. Gut, heutzutage kriegt man eh die Kinder später, also tendenziell später. Aber ich glaube, sobald ich so das 35. Lebensjahr überschritten habe, ich glaube, dann ist für mich der Zug auch irgendwie abgefahren. Aber mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Was passiert, passiert und was nicht, das nicht. Aber ich würde auf jeden Fall Roman keine Kinder aufzwingen wollen. Also wenn, muss das schon von beiden passen. Ja. Und, ja. OnlyFan, wie stehst du zu OnlyFan? Wir hatten tatsächlich mal einen OnlyFans-Account. Also wir beide zusammen? Wir hatten einen gemeinsam. Ich muss noch mal Popcorn holen. Ich hatte auch noch einen alleine tatsächlich. Ja. Das lief auch wirklich gut. Also man kann da schon echt Geld mitmachen, wenn man da Zeit und Arbeit reinsteckt. Ja, wir haben es dann nicht weiter verfolgt, weil das... Du musst ja dann auch irgendwie zusehen, wie du das steuerlich abrechnest. Das ist auch so, also da findet man bei Google nicht wirklich viel zu. Und das lief halt alles über Romans Selbstständigkeit. Aber hätte ich das halt weiterverfolgen wollen, dann hätte ich ein eigenes Gewerbe anmelden müssen. Wird das in Token bezahlt bei OnlyFan? Ich habe da echt... Aufs PayPal-Konto, nee, überweisen. Es wird überwiesen aufs Bankkonto, genau. Okay. Aber wenn du dir Sachen angucken willst, kannst du nur mit Kreditkarte zahlen. Mhm. Und ja. Aber es war dann auch so, also ich habe teilweise echt komische Nachrichten dann auf Instagram auch bekommen, ob Leute mir nicht auch da privat Bilder abkaufen können gegen Amazon-Gutscheine oder sowas. Und ich weiß nicht, also teilweise war das Niveau dann echt niedrig und ich hatte dann da keinen Bock mehr drauf. Und es frisst eben auch echt viel Zeit. Also man muss schon Zeit reinstecken, ist logisch. Ne? Ja, wenn man allein schon überlegt, wie viel Zeit man in so blöde Stories steckt. Ne? Ja. Auch wenn ich diesen Big Zone-Tag habe. Wenn ich manchmal sehe, ich verstehe das gar nicht. Ich habe einen Job, ich sitze 10 Stunden in der Praxis und ich frage mich immer, wie kann das sein, wenn ich abends ins Bett gehe und dieses... verfickte iPhone, zeige ich mir wieder an, ich hätte 9 Stunden Bildschirmzeit gehabt. Ich denke mir so, hä, wie geht das denn? Wie denn? Ich arbeite doch 9 Stunden. Ja. Ey, du bist nur an diesem Kack-Handy, ehrlich. Ja, zwischendurch immer. Ja. Immer. Ich hab, eine Zeit lang war ich ziemlich inaktiv auf Instagram. Also früher war es so, als ich noch mehr Zeit hatte als Studentin, ja, da hatte ich teilweise nicht so viel zu tun. Da habe ich ständig Instagram-Stories gemacht. Jeden Furz und Feuerstein, den ich gegessen habe, da fotografiert. Und irgendwann
ja, hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Ich dachte mir, es guckt sich eh keiner an und habe das dann ja halt sein lassen. Und jetzt dachte ich mir, weil auch öfter Leute dann wieder gefragt haben nach Full Day of Eating und so, habe ich jetzt wieder angefangen, so mein Essen zu zeigen und auch mal, was es sonst vielleicht so im Alltag abgeht. Und also selbst das frisst schon echt Zeit. Ja, Ja, immer also. irgendwie platzieren und gut platzieren und dann auch irgendwas dazu schreiben und Ja. ja. Gut, muss man natürlich unterscheiden, macht man es, weil man einfach Bock drauf hat oder weil es auch Sponsorentätigkeit ist. Ne? Ich habe vorher auch, also lange nicht so viel gemacht, Social Media. Wenn dann irgendwann damit halt auch ein bisschen deinen Sport finanzierst oder auch dein Leben mit finanzierst irgendwie. Aber das ist so zeitaufwendig, ehrlich. Ja. Ja, aber ich finde, es macht auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie Spaß, wenn man dann irgendwie so Total, Nachrichten total. bekommt, ey, ich habe durch dich 30 Kilo zugenommen oder du motivierst mich mit deinem Geschrei Ja, im Training, ja, ja, mega. So, ne? ja. Also. Oder wenn du, ich weiß nicht, ich war vor kurzem im Rewe, also wirklich einfach so einkaufen und dann kommt so ein Paar zu mir und sagt, hä, bist du nicht die Angie? Wenn die dich dann irgendwie erkennen, hey, du kommst aus Dortmund, ich verfolge dich ja schon total lang und ich so, what? Ist cool, ne? Ja, ist total verrückt. Ich denke immer so, hä, wieso folgen? Also klar, du machst ja diese Sachen auch bei YouTube natürlich, um Reichweite zu bekommen. Also an erster Stelle natürlich, weil ich da Bock drauf habe. Genau wie das jetzt hier, dieser Podcast ist ja einfach ein totaler Herzenswunsch für mich. Also das ist für mich jetzt überhaupt kein Opfer, hier mit euch zu sitzen, so ganz im Gegenteil. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch irgendwie ein Gläschen Wein dabei haben, Ja. den ich nicht trinke, Nächstes Mal. den virtuellen. Aber ja, das ist schon schön, wenn man merkt, dass diese Arbeit halt auch Früchte trägt. Habe ich letztes Mal auch gesagt, es geht nicht darum, irgendwie auch bei der FIBO. Letztes Jahr kannte mich eigentlich gar keiner und dieses Jahr irgendwie, was weiß ich, sprechen dich da 100 Leute an. Das ist nicht, dass ich denke, oh geil, ich bin Fame, die Leute kennen mich. Nee, aber das ist einfach diese Arbeit oder das, was ich nach außen repräsentieren möchte oder was ich zu sagen habe, einfach Früchte trägt. Das finde ich total schön. Ja, Ja. kenne ich. Also auch Roman und ich, wir haben ja auch unseren Podcast und jetzt auch noch nicht so lange. Und ja, ich kann das voll nachvollziehen, so dieses Gefühl, wenn man sieht, Ja. da positive Ja. Resonanz und die Leute machen bei dem Gewinnspiel mit. Für welche Superkraft würdest du dich entscheiden? Die Frage habe ich auch schon mal beantwortet und es ist immer die gleiche Antwort, ich würde die Zeit anhalten wollen. Echt? Ja. Wow. Entweder die Zeit oder die Welt anhalten, so, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass alles an mir einfach vorbeirennt und mir alles so durch die Finger rinnt und ich das nicht festhalten oder greifen kann. Und dann will ich einfach nur die Zeit anhalten und einfach mal sagen, jetzt ist Pause, jetzt passiert nichts und alles bleibt so, wie es jetzt ist. Geil. Das fände ich cool. Bei mir ist es immer unsichtbar werden. Einfach mal. Oh, das wäre meine zweite Wahl. Also gar nicht so, um Leuten bei irgendwas zuzugucken. Also ich will euch nicht beim Vögeln zugucken, darum geht es mir nicht. Aber kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen, ja. Aber ja, das habe ich in meinem Kopf. Ja. Nächste Frage. Die muss ich jetzt echt ablesen, weil es waren ja nicht meine Fragen. Maren unter Alkohol, wie sieht das aus? Nicht gut. Nee, also das Tanzen ist auch lag die auf dem wirklich, Tisch wo oder ich mehr bist du? trinke. Ich habe früher, vor dem Sport war es so, dass ich wirklich jedes Wochenende irgendwo besoffen feiern war. Hat auch Spaß gemacht, muss ich zugeben. War immer cool, also meistens cool. Klar, manchmal endete das darin, dass man gekotzt hat oder irgendwo in der Ecke lag, auf irgendeinem scheiß ranzigen Oder im Klo. oder im Klo, ja. Auch im Klo. Irgendwie ist mein Ton gerade versetzt gewesen, hast du es gehört? Ja, ganz kurz, ist nicht schlimm.
Mich stört, dass ich so eine trockene Nase habe. Ich kann mir doch jetzt hier nicht im Podcast in der Nase rumpopeln. Ja. Ich habe eine total trockene Nase. Okay, ich ignoriere das jetzt. Ja, im Klo, vorm Klo. Ja. Auf jeden Fall war es dann zuletzt so zwischendurch. Also ich habe ja dann mit dem Training angefangen und dann hatte ich auch immer Phasen, auch mehrere Jahre, wo ich dann gar nichts getrunken habe, aber auch immer wieder so Phasen, wo ich dann sehr viel getrunken habe. Und danach war es immer so, dass ich richtig depressiv war den Tag danach. Und es wurde immer schlimmer. Je öfter ich getrunken habe, desto schlimmer war dann diese depressive Phase danach. Und ja, das wollte ich einfach nicht mehr. Und auch teilweise, was ich im besoffenen Kopf gemacht habe, also Filmrisse, wirklich Sex gehabt, der komplett unnötig war. So richtig unnötig, teilweise, ja, ich auch. Teilweise auch ungeschützt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt besoffen war und mir dachte, scheißegal. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, ich will das nicht mehr. Das war kurz bevor ich Roman kennengelernt habe, ein paar Wochen davor. Und seitdem habe ich nichts mehr getrunken. Also jetzt seit Oktober 2019 habe ich, boah, ich habe mir in Italien mit Roman ein Limoncello geteilt, aber auch nur, aber weil... Glaub, das habt ihr in der Story gepostet. Ich erinnere mich. Genau, ja. Da waren wir White Pizzas essen, also Pizza ohne Tomaten. Ja. Und der Inhaber von der Pizzeria meinte, wir müssen diesen Limoncello probieren, weil er den selber gemacht hat. Und da haben wir uns dann einen halben gegönnt. Der war auch echt lecker. Und den habe ich auch tatsächlich gemerkt. Also da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich echt super dünn. Ja, hatte jahrelang nichts getrunken. Und da merkst du so einen halben Schnapp. Wenn du nie was trinkst, bei mir auch so. Ich habe auch seit Jahren nichts getrunken. Ich habe bis vor 6 Jahren... Da kenne ich die Ima auch aus der Musikszene. Ich habe ja aufgelegt, ganz lange. Ja, erzählt, ja. Und irgendwie meine ganzen DJ-Kollegen waren ja immer alle dicht, besoffen und dicht und keine Ahnung was. Ich war mal eigentlich die Einzige, die Auto gefahren ist. Aber so manchmal dann, Letty kommt wieder, aber so manchmal dann morgens so um 5, dann dachte ich, ach komm, dann kannst du dir auch noch einen geben. Und das ging dann ja immer recht schnell. Und für mich, das weiß ich auch nicht, ist alles nicht meins. Vielleicht liegt es auch, ich bin Stier. Hello, Letty. Hello, ja, ich muss jetzt hier irgendwie, weiß nicht, auf dem Bett sitzen oder so, weil ich habe anders kein Aufladekabel. Egal. auf alle Fälle, also nicht egal, aber schön, dass du wieder da bist. Ja. Siehst auch irgendwie fresher aus als gerade. Liegt am weniger Licht, sagen wir es mal so. Ja. Naja, auf alle Fälle habe ich, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht ertragen. Ich mag keine Zustände, wo ich nicht keine Kontrolle habe. Also wenn ich früher geraucht habe, ich habe auch irgendwie bis vor 15 Jahren geraucht irgendwie vieles und Gras geraucht. Und ich war immer diejenige, die in der Ecke saß, nichts mehr gesagt hat und immer nur, entweder lag ich mit dem Kopf im Klo 4 Stunden oder vorm Klo 3 Stunden. Ich habe immer nur zum lieben Gott gebetet, wann ist es endlich vorbei? Wann ist es endlich vorbei? Wann ist es endlich vorbei? Meine Güte, ehrlich. Ja, es sind auch viele lustige Sachen passiert, aber nee. Ja, es sind lustige Sachen immer passiert, die man auch nicht missen möchte, also die man auch gerne erlebt hat, aber irgendwann sagt so, ich brauche das jetzt nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht gerne in Gesellschaft von Besoffenen, muss ich sagen. Also ich mag das, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo war, wo Besoffene waren. Ja. Keine Ahnung. Ja, passt ja auch nicht mehr. Ich habe das irgendwann gesehen, auch mit Roman irgendwie, wo Justin noch feiern war, die haben noch so ein Video zusammen gemacht, das fand ich sehr witzig übrigens, wie mathematisch Roman das Ganze aufgestellt hat, welchen Muskelverlust er haben wird, wenn wie Prozent, das fand ich schon ziemlich dafür sowas. Da sind ja dann noch andere Sachen im Spiel gewesen. Ja, ich weiß, aber... Aber ich habe auch gehört, Justin macht das nichts, also der kann auch da die ganze Nacht durchtanzen und ist danach immer noch nicht flach oder irgendwas. Also ich weiß, wenn ich eine ganze Nacht durchtanze, da habe ich 2-3 Kilo weniger, definitiv.
Ja. Also gutes Cardio ist es schon. Ich würde auch schon gerne mal wieder irgendwo im Club, sagt man ja heutzutage, früher hieß es noch Disco, würde schon mal gerne wieder so nüchtern irgendwo tanzen gehen. Habe es mir auch schon öfter mal wieder vorgenommen, aber dann denke ich mir jedes Mal an. Nee. Also Ende des Monats hat Ima ihre, mein Gott, ihre Tournee für ihre erste, für ihre neue CD. Die würde sich bestimmt freuen. Die hat ein Konzert hier, ich glaube am 29. oder so. Am 29. ist Feiertag. Schreibe ich dir nochmal. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist auf jeden Fall Ende des Monats. Gibt die ein Konzert hier. Danach ist ein bisschen Party. Also nichts Wildes. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ja. Ich will jetzt nichts Falsches. Na, die wird wahrscheinlich kein Sushi essen können. Nein, egal wie, wir machen auf jeden Fall ein Sushi-Date mal. Das auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Sushi auf jeden Fall, ja. Man merkt, Alkohol haben wir, Familienplanung. Ja, hier ist noch eine Frage. Maren im Dreier, lieber ein Double von Roman oder lieber mit einem Double von Maren? Ja, da guckst du. Die Frage hat dir noch keiner gestellt, ne? Also. Boah, das finde ich auch total schwierig, ne? Also ich könnte mich nicht zweimal ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, also ein Dreier mit einer anderen Person käme für mich nicht in Frage. Egal ob Mann oder Frau, aber wenn es natürlich ja gut ist, ist es ein Double oder ist es tatsächlich... Ich weiß nicht, ob es ein Klon sein soll oder Double. Wahrscheinlich meinte derjenige ein Klon. Ja, wenn es ein Klon ist. Also wenn es nur jemand ist, der so aussieht wie Roman, dann wäre es für mich nicht okay. Mhm. Eine fremde Person geht für mich gar nicht. Nein, es geht um einen Klon. Okay. Sagen wir mal. Das ist echt schwierig. Dann würde ich schon beides gerne ausprobieren, wirklich. Oh, finde ich auch schwierig. Aber ich glaube, nee. War schwierig. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, den Klon von mir nehmen, weil ich mich schon immer gefragt habe, wie es wäre, wenn ich mit mir selbst Sex hätte. Wie sehe ich von hinten aus? Erstmal das. Und auch ich, ja, das, also das wäre für mich interessanter. Ich weiß ja, wie Sex mit Roman ist, aber ich weiß nicht, wie Sex mit mir wäre. Also, ja, gut, aber mit dem Double von Roman hättest du halt doppelten Sex, ne? Ja. Nein, ich entscheide mich für meinen Klon. Du hättest einen Dreier mit deinem Mann dann. Auch gut. Aber ich glaube, für Roman wäre es auch angenehmer mit meinem Klon anstatt mit seinem. Ich glaube, das wäre nicht so was für mich. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Solange sich die Eier nicht berühren, habe ich gehört, ist es okay. Ich habe keine Frage mehr. Wie lange haben wir? Ich hatte ja sowieso keine mehr. Ja, Letti, du warst ja heute mal ganz weit vorne mit deinen Fragen. Da reden wir aber auch noch mal in Ruhe drüber. Könnt ihr sehen, wie lange Technik. Wir aufgenommen haben? Ha? Könnt ihr das sehen, wie lange wir aufgenommen haben? Ich glaube schon fast 2 Stunden tatsächlich. Ja, wir sind, wir haben jetzt halb acht, halb neun, halb zehn. Ich glaube, wir haben 7:45 angefangen, Stunde 45. Ja. Und ich denke, das war auf jeden Fall eine sehr informative. Also ich fand's. Ich auch. Ich fand's richtig gut. Ja. Aber das wusste ich halt auch. Ich hoffe, die Zuschauer oder Zuhörer finden es genauso cool wie wir. Ja. Das denke ich auch. Also es war auf jeden Fall sehr informativ. Ich mag dich sowieso. Letti habe ich sowieso super lieb. Von daher konnte das ja auch nur gut werden. Und das wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge mit dir gewesen sein. Will ich hoffen. Also ladet mich gerne öfter ein zu allen Themen. Ihr wisst ja, keine Tabus bei mir, gibt es nicht, rede überall. Ja, wir müssen mal so eine Outtake oder Best-of oder
Guck mal, lassen wir uns mal was einfallen. Für uns ist das ja auch, wie Michelle immer noch sagte, noch so ein kleines Baby hier. Wir müssen ja auch erstmal wachsen. Wobei ich sehr erstaunt war, wie viele, ne, auch jetzt unser BBL-Talk, der ist nämlich auch nachgezogen, sind wir auch schon bei 2000 Zuhörern. Also ja. Man muss sich ja das immer, man strebt ja immer nach diesem Großen irgendwie. Aber wenn man sich mal 2000 Menschen so in meiner Wohnung oder hier jetzt in diesem Zimmer vorstellt, das ist echt schon eine Menge. Und dann denke ich mir, okay, 2000 Leute hören sich das gerade an. Geil. Ja. Das ich realisiert man aber gar nicht so. Guckt sogar beim Autofahren, beim Soli, beim Cardio. Ja, ich mache das, ich auch. Ich höre oft, also auch wenn ich mit den Hunden durch den Wald laufe, ich höre auch relativ viele Podcasts. Ich höre auch euren Podcast, ich höre die Massenkonferenz manchmal, Kurvendiskussion, The Most Hated höre ich, das sind so meine Podcasts, die ich immer höre, im Wechsel eigentlich, auch mal, wenn ich unterm Solarium liege oder so, ich mag das, oder auf langen Autofahrten. Mhm. Oder wenn ich Sachen mache, einfach nur so kochen oder, ne? Ja, ja. Bei Schminken oder so, oder bei Gemüse schneiden. Ja, ja. Ey, das war auch so lustig. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Maren, aber mein Freund und ich, wir kommen in so eine Vox-Serie. Und dann sollten wir einfach so, so kochen und so tun, als ob wir uns halt unterhalten. Dann habe ich so gesagt, wir unterhalten uns nicht dabei, wir hören immer Podcasts. Wer bist du überhaupt? Also Unterhaltung beim Kochen, hä? Wir machen das tatsächlich immer. Also das sind, unsere besten Gespräche sind die Küchengespräche. Okay. Weil Roman ist absolut kein Sofasitzer. Das heißt, abends macht er mehr oder weniger sein Ding und ich bin halt auf dem Sofa und mache mein Ding. Und in der Küche, da treffen wir dann immer aufeinander. Hier nachher nebenan, hört ihr das? Da ist so eine, da sind so Autoschrauber und die geben gerade Gas. Ja. Nee. Okay, dann ist gut. Wenn man es nicht hört, auf jeden Fall ja unsere Küchengespräche, da philosophieren wir über alles Mögliche. Da könnte man auch einen Podcast draus machen, einen Küchenpodcast. Was ich übrigens ziemlich cool finde. Nur mal so nebenbei. Ja, ich glaube, also, da entstehen auch, das ist ja so ein bisschen wie Big Brother, nur mal so als Tipp. Aber ich glaube, da hätten die Leute auch Bock drauf. Ja, also Reality-TV, einfach, das haben wir schon oft gesagt, man müsste einfach in unserer Wohnung nur Kameras aufstellen, das ist ein Läufer. Trash-TV bei den Fritzens. Ich sehe schon die Letters. Und die Nachbarn, die Flodder. Genau. Wie heißen die denn, diese reiche Familie? Geissens. Ja, und dann mache ich dann, die ruft doch immer so, Robert! Roman! Roman! Ich sehe euch schon in 30 Jahren. Ja, ehrlich. Roman! Der Reis kocht! Dein Fleisch ist in der Pfanne, komm her, essen. Ja. Okay. Geil. Hat Roman wahrscheinlich schon die dritte Hüfte bekommen. Ja. Ja, das steht auch noch an die andere Seite. Da reden wir jetzt nicht drüber, es wird sowieso gut, weil das ist halt Romans Superpower. Das sind seine Superkräfte. Muss man einfach sagen, ist so. Ja. Und wer das alles so überstanden hat, irgendwie die ganze Scheiße, der braucht von nichts Angst zu haben. Also ist echt so. Also gar kein Thema. Letzte Frage, wie sieht ein perfekter Tag aus? Wie sieht dein perfekter Tag aus oder euer perfekter Tag? Ich finde das eine schöne Abschlussfrage. Auf jeden Fall ausschlafen, dann hätte ich auf jeden Fall Bock zu trainieren. Also ich würde vielleicht eine kleine Runde Cardio tatsächlich machen. Das ist so meine Me-Time, so zum Start in den Tag. Das mache ich gerne, so ein bisschen Energy oder Kaffee dabei trinken, ein bisschen Serie gucken oder Podcast. Dann hätte ich auf jeden Fall Bock zu trainieren. Und dann müsste ich was richtig Geiles essen. Also verschiedene Sachen. Ich würde den Tag über verschiedene Sachen essen. Auf jeden Fall Sushi und Burger. Und dann einen richtig großen Haufen Eis und Haribos.
Das würde ich so über den Tag verteilen. Dann würde ich auf jeden Fall mit Roman. Okay, ich dachte irgendwie, kommt auch Roman mal irgendwann ins Spiel bei diesem perfekten Tag? Ist ja sowieso dabei. Nein, Quatsch. Würden wir auf jeden Fall, denke ich, in die Therme gehen. Also das machen wir richtig gerne. Ja, geil. Ein bisschen Sauna, nicht zu lange, dass man danach noch so vielleicht einen Spaziergang machen kann, aber ich würde jetzt nichts wahnsinnig Wildes irgendwie mit einem Privatjet irgendwo hinfliegen oder so. Einfach entspannten Tag mit gutem Essen, mit meinem Mann, Therme, Training. Das ist für mich schon perfekt. Wunderbar. Bleibt dafür Zeit jetzt in der Vorbereitung oder? Nee, schwierig. Also Roman geht an seinem Rest Day immer in die Therme. Mhm. Aber bei mir ist es dann, ja, sein Rest Day ist bei mir meistens ein Trainingstag. Das heißt, es passt dann für mich zeitlich nicht mitzugehen. Und wenn ich Rest Day habe, dann ja, bin ich erstmal 9 bis 10 Stunden am Arbeiten und macht danach noch irgendwas im Haushalt oder so. Also bei mir passt es momentan zeitlich absolut gar nicht mit Therme. Bin froh, wenn ich alles irgendwie unter einen Hut kriege. Ja. Aber ja, irgendwann ist dann auch wieder Zeit dafür. Genau. Hast du noch eine Frage, Letty? Nö. Wie gesagt, ich bin glücklich auf ihrem Bett und völlig fertig. Ich habe aber was zum Abschluss. Also wir haben ja, ich weiß nicht, das wissen die Leute bestimmt, unseren eigenen Shop mit Merch, alles aus nichts, so Extreme Body by Me. Genau, du hast den Crop Hoodie an. Warte. Da. Sieht man das? Jetzt, ja. Oh, der ist aber auch cool. Den haben wir auch noch in Held. Also, wir haben auch richtig anziehen. Oh mein Gott, ey. Off-Season, hello. 77 Kilo. So sieht der aus. Der passt mir so knapp, obwohl ich Physikathletin bin. Ich habe den extra heute gewaschen, gestern Abend, für den Auftritt hier. Wir haben ihn leider nur in S und M, weil Roman diese Crop-Hoodies bestellt hat. Da waren wir noch nicht zusammen. Und da hatte er einfach noch keine weibliche Meinung zu den Klamotten. Ja, ich glaube, also wenn ich das so richtig verstanden habe, was ja alles in Frage des Geschmacks ist, alles legitim ist, steht Roman ja eh auf schlanke, zierliche Frauen. Deswegen passt das ja auch, S und M. Obwohl, so zierlich bin ich ja jetzt auch nicht. In der Diät schon, ja, da bin ich schon recht dünn. Aber jetzt... Ja, also ich würde mich auf jeden Fall über L oder XL freuen, wobei ich mir so einen Hoodie auch auf alle Fälle mal gönnen werde von euch. Habe ich schon ein paar Mal, da habe ich dich auch angeschrieben, aber irgendwas war die Farbe, die ich haben wollte, war nicht da. Schulz, Entschuldigung, ihr trinkt auch gar nichts, ne? Alter, brutal, würde der Markus Rübel sagen. Ja, ich habe ja hier auch meine 1,3 Liter weg, weil ich so wenig trinke in letzter Zeit. Von euch hat keiner einen Schluck getrunken. Doch, ich habe durch hier aus meinem, ich will keine Fremdwerbung machen, deswegen habe ich das Logo mal nach hinten gemacht, aber ich habe hier getrunken. Ja, ich habe hier meinen Almost Natty Shaker, schöne Grüße an Max, dritter Shaker. Hier mein Smile Dogs Oberteil, gute Idee. Genau. Naja, auf jeden Fall, wir haben ein paar Frauensachen im Shop auch. Aber ihr hattet auch mal, das muss ich kurz sagen, ihr hattet mal einen Waist-Trainer und den fand ich so geil und ich habe den so auf Instagram beworben und da wollten den irgendwann immer mehr Mädels haben und dann meinte Roman, ihr habt den nicht mehr und da war ich richtig traurig, weil ich habe den immer noch und ich finde den richtig gut. Roman trägt den auch, glaube ich, selber noch. Ich finde den richtig, richtig gut. Den müsst ihr nochmal machen. So ein dünnerer Stoff oder einer so richtig mit so Klett? Mit Klett ist das der. Okay, ja, den haben wir schon länger nicht mehr. Ja. Aber ich muss mal fragen, vielleicht weiß er das noch, wo er den damals bezogen hat. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich trage auch lieber die in Anführungsstrichen Männerklamotten. Also eigentlich sind das Unisex-Klamotten, halt die ganz normalen Hoodies und T-Shirts. Ja, ich trage die auch gerne. Aber diesen hier, dieser so Crop-Hoodie, trage ich auch gerne. Ja, also ich feiere unsere Leggings, die sind richtig geil, also die haben diesen Kompressionseffekt und haben auch zwei Taschen tatsächlich. Ich
Ich weiß nicht, ob sie mit Teseo mithalten können, aber ich finde sie auf jeden Fall cool. Also, ja, aber das haben wir jetzt gelernt, dann stinkt die Naht hinten wenigstens nicht. Das stimmt, ja, ja. Also bei sowas habe ich noch nie nachgedacht, bei diesen Scrunch-Dingern. Ich auch nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Tanga anhabe, dann ist der auch mein Popo. Ja, ja, aber die meisten Männer stehen da drauf. Also Roman nennt das Seasoning. Seasoning. Er mag es dann ein bisschen. Also er mag es am liebsten, wenn ich so aus dem Training komme und nicht frisch geduscht. Das heißt nicht, dass ich dann stinke, aber Seasoning trifft es ganz gut. Ja, ja. Hormonausschüttung, normal. Machen. Eine Poritze riecht halt auch manchmal, da kann man nichts machen. Man schwitzt da. Also mich macht jetzt so Männerschweiß im Studio, wenn ich da manchmal in diesen Puma-Käfig komme, nicht so wirklich an. Nee, das muss auch nicht sein. Vor allem, wenn man schon genau riecht, das ist nicht frisch, das ist schon bestimmt eine Woche alt. Das T-Shirt ist schon das dritte Mal angezogen, nass. Ja. Und, oh. Nee, das geht auch gar nicht. Aber was ich ankündigen wollte, dass ich, das habe ich auch in unserem Podcast schon angekündigt, ich werde zur Feier dieser Folge einen 10%-Gutschein in unserem Shop aktivieren. Da muss mir dann nur sagen, wann die Folge online kommt. Dann kann ja, ich das sage ich dir morgen. Und da brauchen wir noch einen guten Code, ein Code. Ich Masse. Masse. Hast du gesagt Masse oder Make-up? Eins von beiden. Gesagt Popo, weil du das Wort so gerne magst. Oh Gott, so ein Unwort für mich, ne? Ich weiß gar nicht warum. Ob man mir mal was Schlechtes angetan hat in der Kindheit mit diesem Wort oder so. Popo, was ist das für ein Wort? Ich sag immer. Der Po. Weil alle sagen immer, früher, so als ich noch jünger war und gerade so mit dem Training angefangen habe, oh, jetzt ist bei mir auch 20% Stromschwamm. Ja, wir machen ja auch keine Marathon. Wir hören jetzt auch gleich auf. Wir machen lieber noch drei andere Folgen. Ja, ja, was? Dabei, ich wollte gerade sagen, ja. War das Wort Booty. Alle haben Booty gesagt. Jetzt sagen alle nur noch der Glut oder die Glutze. Und ich sage einfach immer stumpf Po. Weil ich mir denke, so, was soll man jetzt sagen? Booty, der Glut. Das klingt ja, also weiß ich nicht. Aber Hintern finde ich auch in Ordnung. Also Hintern ist auch. Finde ich auch, finde ich überhaupt nicht beleidigend. Ich sage auch immer Hintern. Ich finde auch Arsch nicht beleidigend. Nee, Arsch ist ein bisschen vulgär, denke ich mir immer, aber ist auch okay. Aber ja. Also was nehme ich für einen Code? Masse, Make-up oder Popo? Nein, nicht Popo. Ich bin total gegen Popo. Ich kann wenn ich das Wort Popo eingeben muss, vergiss das, ich werde nichts kaufen. Ja. Dann nehmen wir Masse, oder? Masse ist gut. Also 10% mit dem Code Masse auf regstream.de. Ja. Das werden wir hier einblenden. Also wir werden das einblenden. Ich werde dafür sorgen, dass es eingeblendet wird, mein Gott. Mein Gott, so gehören sie denn aufgebraucht. Ihr Lieben, Maren, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wusste, es wird gut. Es hat mich sehr gefreut. Danke nochmal für die Einladung. Ich habe mich extrem gefreut, dich kennenzulernen und freue mich echt, wenn du noch bei weiteren Folgen dabei bist. Ganz bestimmt. Also ich freue mich, wenn ich eingeladen werde. So, ihr Lieben da draußen, ihr bleibt schön gesund. Kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Bestellt fleißig, damit wir auch weiter ganz viele Podcasts machen können. Abonnieren, like, vor allen Dingen. Nicht immer nur gucken, abonnieren. Guckt euch mal den Podcast auch von Roman und Maren an. Ist auf alle Fälle Mehrwert und echt witzig auch. So, in diesem Sinne, bleibt gesund. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao.